Ja, hallo meine lieben Freundinnen und Freunde der Rundenstrategie. Wir haben eine neue Age of Wonders 4 Partie für euch mitgebracht. Ja, ich spreche jetzt nicht von mir in der dritten Person ausnahmsweise. Wir präsentieren euch mal wieder das Spiel von Triumph Studios. Ich habe heute tatsächlich die große Ehre und das große Glück, zwei tolle Gegner mit dabei zu haben oder Mitspieler besser gesagt. Und da sage ich jetzt erstmal an dich, guten Abend, lieber TK. Schön, dass du mitmachst. Ja, willkommen zusammen. Hi, hi, und dann natürlich noch Fayed von Fayed Gaming. Mensch, ich grüße dich. Hi. Hallo. Schön. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben endlich nach einer kurzen halben Stunde Einstellerei es hingekriegt und legen jetzt hier los mit Age of Waren keine zehn Wonders. Minuten. Ja, okay. Ich übertreibe nur gern ein bisschen. Ich suche die Maxime, weißt du doch. Okay, ja, dann, ihr habt ja alle so ein Völkchen mitgebracht heute. Wird es wahrscheinlich im Thumbnail auch so ein bisschen zu sehen sein. Wir fangen einfach mal bei dir, TK, an. Was hast denn du da dir heute ausgedacht? Was bringst du heute mit zur Partie? Die mächtigen Katzenwesen und jeder weiß, dass Katzen unbesiegbar sind, weil sie 9 Leben haben. Und daher sind es beschwörende Magierkatzen. Das klingt nach Miau, wenn ich das richtig gelesen habe. Ja? Ich glaube, dein Volk heißt auch so, ne? So ist das. Aha, Der sehr. Name ist Programm und sie leben in der Stadt The Box. Großartig, jemandem gefällt das. Sehr stark. Okay, und dann, ja, du, Fayed, was hast du mitgebracht heute Schönes? Skaven. Nein, Spaß. Ich habe hier als Anführer Tango den Silbernen vom Silberstahl-Clan sind Rattenwesen mit erhabener Kultur, Imperialisten und Kunsthandwerker, heißt eine gigantisch große Stadt. Ansonsten sind das relativ zähe Kerle, die sich auf der Karte schnell wieder erholen. Und das Ziel ist im Endeffekt, Bogenschützen zu haben, die über die komplette Karte schießen können, sodass ich mich gar nicht zu bewegen brauche. Das klingt absolut nach dir. Das klingt wirklich sehr gut nach dir. Wir schaffen das auch im Liegen eigentlich, Fraktion, ne? Ja. Ja, das finde ich super. Okay, damit's richtig wuschelig und kuschelig wird, bringe ich Sam Sunhollow mit. Ich habe das Buch der Tiere ausgewählt. Das sind Halblinge mit der Urtumsfraktion. Und wir haben die Sturmkrähe ausgewählt. Ich habe Einhornreittiere. Ja, es wird so schön regenbogenbunt. Wir haben schnelle Reflexe. Damit genau das nicht passieren kann, dass der Fayed zwar aus der Ferne schießt, aber mich nicht trifft. Wir sind die Verehrer des Guten und wir sind Mana-Kristallisierer. Also das wird eine witzige Kiste. Wir haben Kontinente ausgewählt als Karte, müsst ihr wissen, sonst eigentlich da großartig nichts. Die Karte ist mittelgroß. Es sind nicht nur wir drei da, es sind noch zwei KI-Gegner da. Der eine KI-Gegner ist schwer, der andere ist auf sehr schwer eingestellt. Und die Runden sind halt simultan, also von daher, dass ihr das einfach wisst. Und dann geht es jetzt hier auch fröhlich ab. Und ich freue mich da sehr drauf. Oh, ich habe schon als Beute kennzeichnet und angestammte Harmonie, kotz, 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 bekommen als erste Zauber. Ja, ich bin bereit und könnt eigentlich loslegen, wenn ihr seid. Ich bin schon dabei. Ist meine Ja, erste ich bin auch dabei. Multiplayer-Partie. Ich hatte das wirklich bis jetzt noch nicht gehabt. Ich wäre sehr gespannt, wie das Spiel da so läuft. Oh, warte auf eine Spielentscheidung. Ich dachte, ich beginne das Ganze einfach mal spannend mit dem Kampf. Geil. Also das solltet ihr wissen. Wir haben eingestellt, immer wenn einer so einen manuellen Kampf macht, dann beobachten wir andere den. Das verrät zwar ein bisschen was, aber ich meine, jetzt sehen wir seine Miezekatzen. Die sind auch hoch motiviert, daneben zu schießen. Busted, 9 Lives heißt die. Ah. Da steht 99 Lives, aber ich glaube, das ist ein Fehler. Ah, cool, ich kann den Einheiten auch so ein bisschen anklicken jetzt währenddessen. So ein bisschen schummeln. Ja. Mystiker sind normal ganz gut, die Armee. Das ist die einzige andere Armee, die ich ernsthaft spiele, neben der. Mittlerweile heißt sie erhabene Kultur, früher ist sie einfach Hochkultur. Ist gleich mit dem DLC hier alles nochmal ein bisschen umbenannt worden. Erhabene Ratten und Katzen. Ich weiß nicht, ob ihr zwei euch so vertragen werdet. Irgendwie habe ich das Gefühl, das wird. Weiß nicht. Ich bin auf alles gut vorbereitet. Es war nicht meine kleine Kröte, die ich eigentlich spielen wollte, aber Das war ja aber der war sehr. einfach nicht so gut. Der war aber sehr isolationistisch eingestellt, wenn ich mich richtig entsinne, was du da ursprünglich mal geplant hattest mit der Kröte. Ja, ist hier eigentlich genau dasselbe. Ich komme einfach von dem Kunsthandwerker-Ding nicht weg. Ich mag es nicht so gern, so viele Städte hier zu bauen.
Was findest du? Ach, Was weil ich findest mich sonst in jeder Stadt dann um alle Gebäude einzeln kümmern muss. Das du? sieht gar nicht so gut aus hier. Was passiert denn da? Eventuell hat doch jemand gerade Truppen verloren. Ja, eventuell gleich und tschüss. Ja. Ja, wir Na? sind, glaube ich, ein bisschen hinterher zu dem, was er so sieht. Naja, glaub, wir hängen genau hinterher, deswegen haben wir das Geschrei gehört von ihm. Ja. Naja, anyway. Ne, die Mystiker kriegen ganz coole Einheiten später. Die Schildeinheiten sind ganz stark. Der T3-Caster, den die kriegen, ist ziemlich gut. Die hauen da ganz gut drauf. Was da eine Urtumsfraktion kann, weiß ich gar nicht so richtig. Ich habe sie ja noch nicht gespielt, da bin ich auch raus. Ich mag die sehr. Passt sehr zu meinem Die Spielstil. dann, was haben die denn? Die Blasrohre, das hat in Edge of Wonders 3 die Goblins gehabt, gell? Ja, die haben Blasrohre mit dem Effekt, dass sie halt auch zum Beispiel mit einem Einzelschuss machen und dann drei Felder sich sozusagen zurückhüpfen damit. Ja. So, was brauche ich denn hier, um meine Gebäude zu boosten? So, willkommen in Honeypot. Ich darf endlich loslaufen. Ein Steinbruch errichten. Errichte einen Steinbruch. Ein Blitzschwert. Wow. Die Belohnung nehme ich, brauche ich aber bei meinem Zauberer nicht. Ich habe übrigens einen Zaubereranführer, falls es jemanden interessieren sollte. Ja, schon. Schrecklich. Gerade bei mir gesehen hatte ich ja auch. Keiner an Drachen, das wundert mich. Ich weiß Ich nicht. hatte an einen gedacht, aber da hätte ich ein bisschen üben müssen für. Ich mache nochmal den Champion, weil ich eigentlich immer dieses Buch nehme, womit man die Industrie am Anfang pusht von den Orangenen. Und da geht Zufriedenheit verloren und der Champion gleicht das eigentlich sofort wieder aus. Entschuldigung, Leute, dass ich unterbrechen muss. Ich habe Skelettmagier. Warum habe ich einen Buttercup-Skelettmagier? Kann mir das mal einer verraten? Naja, harmlose Halblinge, oder wie war das? Was ist denn da schief gelaufen, bitte? Bist du also ein Totenbeschwörer? Nein, bin ich nicht. Ich bin das absolut Na, nicht. anscheinend ja doch. Offensichtlich. Wir sind halt nur gerne auf Einhörnern unterwegs. Hallo? Hä? Sagt sie. Hä? Er. Entschuldigung, Sam. Sam, San Hollow habe ich ja hier gebaut. Stimmt, ich erinnere mich. Was machen wir denn da jetzt eigentlich? Truppen. So, wen habe ich denn hier? Zweites Paar. Stark. Okay. Dann baue ich Schutzschilde. Schutzschilde. Wir spielen aber das gleiche Spiel, oder? Vielleicht. Wir sind Kunsthandwerker, die können was Besonderes. So, Gegner bewegen sich, steht hier noch. Ist wirklich interessant. Jetzt bin ich wirklich gespannt, wie die Kiste läuft. Ey. Zum einen bin ich kein Gegner und zum anderen bewege ich mich nicht mehr. Also ich habe auch schon auf fertig gedrückt. Ich auch, ja. Ja, so. Okay, also es kann sein, dass die KI zum Ende nochmal irgendwas zieht oder die Neutralen zum Schluss ziehen. Ich glaube, dass es die diese Dings-Fraktionen sind. Bei mir kommt jetzt der erste Quest. Okay. Werden wir ja gleich machen. Gott, sieht's hier schön aus. Ich bin ja in einem friedlichen Idyll gelandet. Das ist ja schrecklich. Achso, nee, das wollte ich ja so. Das wollte ich so. Ich auch. Ui, man darf eigentlich echt nicht die KI seine Kämpfe machen lassen. Das ist ja schrecklich. Naja, ich Kommt hab's ganz auf die leider. Fraktion an. Ich habe selbst gekämpft, das war auch nicht besser, also. Ach ja. Gott, Mit so Sachen wie rasche Erholung, was ich ja als Attribut für das Volk habe, kann man das ganz gut ausgleichen. ja, ist eine clevere Idee mit der raschen Erholung. Ich finde, Fällt es mir. ist in verschiedenen Bereichen sehr hilfreich, ja. Mich stört das halt oft, dass man so eine große Armee da rumstehen hat und dann kann die 5-6 Runden nichts machen, weil die alle nur halbe Gesundheit haben. Verstehe ich gar nicht, dass sich das stört. Die 10 HP extra die Runde helfen da schon. Bis man irgendwie einen Heiler oder so hat, der das Ganze passiv nochmal ein bisschen pushen kann. Wer beschützt das Ding?
Okay. Ach so, niemand, okay. Ich verstehe, ich habe ihn nur entdeckt. Aha. Sind aber nicht meine, die gehören irgendwem anders. Ich weiß nicht. Nee, ich habe hier ein paar Maulwürfe. Ich habe den ersten gefunden. Ich habe hier ein paar Maulwürfe gefunden. Normalerweise findet man ja als erste neutrale Stadt eine, die zu einem selbst gehört. Ja. Ja. Also du bist falsch gelaufen. Bin ich wahrscheinlich, ja, weil das sind nicht meine. Anwenderfehler wieder. Passiert. Meine Truppen sind echt jede Runde wieder voll mit Gesundheit. Ich kann hier einfach ein Ding nach dem anderen ablaufen. Das ist nicht verkehrt, wie gesagt, ich finde es echt gut. Also ich sehe jetzt hier, ne, ich habe jetzt zum Beispiel Animisten, die nicht normal laufen. Meine Animisten hocken wirklich auf dem Einhorn und auch meine Beschützer, die hocken hier übrigens auch auf dem Einhorn drauf. Die haben einen ganzen Haufen Einheiten auf Pferde gesetzt, seitdem ich das letzte Mal gespielt habe. Ja, nee, das ist eine Option beim Erstellen. Ja, wenn du Einhörner und sowas nimmst, dann... Ja, nein, es gibt aber auch, ich meine, es wäre der Caster von deiner mystischen Fraktion, die haben automatisch Pferde jetzt. Da sind ein paar Einheiten später, die größeren sind gebufft worden, indem die auf Pferde gesetzt wurden, auch ohne, dass man die Reittiere mitnimmt. Okay. Was brauche ich denn hier? Im zweiten Stein, wo ist eine Frechheit? So, beschleunigen wir den Quatsch hier mal. Es dauert in meiner Stadt alles doppelt so lang, weil ich nur die eine krieg. Alles gut, das ist ein Strategiespiel. TK, da kenne ich mich nicht mehr aus. Genau, TK hat auch letztens gesagt, man darf im Strategiespiel auch versehentlich mal so tun, als würde man nachdenken. Aber nur versehentlich. Ja, bis jetzt läuft es ja noch flüssig, wenn so wenige Einheiten sind. Ich bin mal gespannt, was passiert, wenn hier mehr Action ist. Und vor allen Dingen bin ich gespannt, was unsere KI so ein bisschen treibt. Die sind normal gar nicht so schlecht, tatsächlich. Ja. Vor allen Dingen... Also was auch was Politik angeht. Politik, finde ich... Die sind da nicht so unaufgeschlossen, je nachdem, in welcher Bedrängnis sie gerade sind. Also vor allen Dingen. Vor allem, wenn die mit irgendwem Krieg haben oder so, dann sind die schnell dabei, auch mal ein Bündnis zu schließen. Und brechen das auch später wieder, wenn es denen wieder besser geht. Ja, da kennen die nichts. Aber das, so wie sie im Kampf sind sie auch da drin. Also die sind da eiskalt. Also ich habe schon andere KI-Gegner gehabt, die, sage ich mal, nicht die Stärke aufweisen konnten, wie die Age of Wonders KI, muss ich ganz ehrlich sagen. Also was halt Abstand einhalten angeht und nicht einfach blindlings vorstürmen, meine ich, ne? Was ja oft vorkommt. Leider. Wert der Provokation. Aber ich bin doch Bogenschütze. Oh, man darf dem Fayid keine Knarren geben, auch keine Bögen. Das ist nicht gut. Macht euch davon, ihr Unholde. Erstmal so tun, als würde ich die gute Gesinnung beibehalten. Flieg davon, Vogelgetier. Das sind die Jungs, mit denen ich eigentlich hätte reden sollen, glaube ich. Tja, tut mir leid, keine Flüstersteine mehr für euch übrig. Nächstes Mal vielleicht. Immerhin hast du schon mal jemanden gefunden, ne? Aber ich habe hier Scouts, die haben zu tun. Ein paar Meldungen, muss ich ganz ehrlich sagen, die kommen hier gar nicht. Oh. Oh, dass die KI auch immer Units verlieren muss beim Kämpfen, ne? Dass ich das tue, ist ja schon schlimm genug. Aber dass die das auch tun. Gut, das ist aber auch eine Malarmee, die du da anführst. Was? Das ist aber ordentlicher Nahkämpfer jetzt schon. Oh, Regeneration drauf gespammt. Die machen aber jetzt noch keine Sternenklingen, bis die verbessert sind, oder? Nee. Nee, dafür brauche ich eine Forschung.
Ja, dass die anderen Einheiten auch alle die Sachen von deinen normalen Einheiten kriegen, ja? Ja. Wie gesagt, das ist eine Forschung. Ja, da solltest du ja als Mystiker wenig Probleme mit haben, die Forschung schnell voranzutreiben. Grundsätzlich. Dafür sind die Blauen ja. Naja. Seuchenschlange. Ja, die sind unangenehm, die können unangenehm sein. Die sind vor allen Dingen anspruchslos. Die sind einfach zu halten, die kann man sich einfach nach Hause holen. Und sich kaum Gedanken machen, die kommen schon zurecht. Ja, oha. Die kommen absolut ganz alleine zurecht, ja. Ja. Dürfen die das? Ich weiß nicht, ob das so seine Absicht war jetzt vom TK. Ja, Moment, die sind behende, die dürfen durch feindliche Kontrollzonen laufen. Toll, toll, toll. Ja, das hat mich überhaupt nicht überrascht. Das war genau so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ich habe mir das natürlich auch vorher durchgelesen und wusste Bescheid. Wie man das halt so macht als Strategiespieler. Ach, ja, sag ich ja. Völlig überbewertet, das Zeug, das ihr da redet. Völlig überbewertet. Wuhu! Hab's. Mal diese Schlange, die hat aber auch ja, die sind Bedürfnis, mir auf den Sack zu gehen. Muss ich ja ehrlich sagen. Die hat einen aufgegessen. Das ist eine vegetarische welche. Ich weiß nicht, ob die umrankten Beschützer vegetarisches Essen sind, Mann. Sonst würdest du behaupten, es wäre vegetarisch Harz zu lutschen oder so. Oder so ist da das Richtige, ja. Da sind noch ein paar Pilze dran an dem Kerl. Ich bin ziemlich sicher, dass ihm einfach eine Klinge aus der Hand wächst. Also als Hand wächst eher. Ja. Ja, was sind das denn für süße kleine Kerle? Hi. Katzen. Hi, Deka. Grüß dich. Guten Abend. Schön, dass du einschaltest. Muss ich auch den Stream aufmachen, damit ich mit dem Chat reden kann? Hallo, Chat! Könntest du, ja. Nein. Könntest du tun. Möchte ich aber nicht. Ich glaube, er nimmt dich nicht ernst. So, ich brauche eine Försterei. Kriegt ihr die Meldungen, die üblichen? Pusten. Was für üblich? Was kriege ich? Kriegt ihr die üblichen Meldungen eigentlich? Also, dass euch irgendwie, dass ihr eure Provinz erweitern könnt oder so irgendwas? Oder ist es raus? Ich denke schon, dass ich die krieg. Ja, bei mir war nämlich nichts. Bei mir war nämlich nichts. Ich habe nämlich erweitern können, aber es kam keine Meldung. Sehr gut. Müsste ein bisschen aufpassen. Gut, die erste hatte ich glaube ich nicht, aber seitdem schon. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Gefördert. Farmen errichten. Na gut, aber ich will gar keine Farmen errichten. Hier sind so viele Goldminen. Aber wenn das Spiel das so möchte. Dann möchte es so. Ja, sonst dauert das 100 Jahre, bis ich ein Gebäude gebaut habe, wenn die nicht gefördert sind. Ich brauche einen doppelten von dem Hammerkram dafür. Ich habe keinen blassen Schimmer, wovon du redest, aber ich lasse mich überraschen. Wenn du mal ein Gebäude bauen möchte. Das dauert bei mir ja schon Ewigkeiten, wenn das doppelt so lange bei dir dauert. Dann steht er ja unten dabei, was das gerne hätte als Verstärkung. Damit das um 30% günstiger ist zu bauen. Achso, ja, jetzt wahrscheinlich. Ja, jetzt dann ist das ja angehakt und dann steht da gefördert oder so ein Käse. Ja, ich habe das auf Englisch, bei mir steht da andere Sachen. Ja, bei mir schimpfen die Leute da irgendwie, wenn ich Spiele auf Englisch spiele. Boosted steht da. Ja, das bin ich nicht allein. Fayette, da bin ich nicht allein. Sind wir zwei nicht allein, so rum, da wird ein Satz draus. Ja, ich habe endlich eine freie Stadt. Mittlerweile habe ich mich einfach daran gewöhnt oder mache mich lustig über die schlechte englische deutsche Übersetzung. Echt? Hast du damit Frieden gefunden? Ja, zum Großteil. Gegen eine gute Übersetzung habe ich ja auch nichts, weil die meisten sind halt vor allen Dingen im Early Access so eine Google Translate-Angelegenheit. Ja, das kannst du laut oder sagen. Oder hier wie bei Rogue Trader, dass ich ja gerade Koop auf dem Kanal laufen habe. Je länger wir da spielen, desto schlimmer wird das.
Und das hat definitiv irgendjemand zumindest teilweise per Hand übersetzt, weil da sind manchmal echte Rechtschreibfehler drin. So richtig echte. Klingt genial. Das kann was. Ja, und dann hat man aber halt auch so Sachen bei so random Events, wo man merkt, das hat einfach, naja, sagen wir eine KI oder eine ganz normale halt Google Translate übersetzt, weil da werden dann ganz andere Wörter benutzt. Das ist dann nicht mehr in sich konsistent zum Rest der Übersetzung. Also da haben mindestens 2 oder 3 verschiedene Leute oder Programme dran gearbeitet an dieser Übersetzung. Hm. Wie gefällt es dir, Rogue Trader? Ich finde es ganz gut bis jetzt, aber wir fangen jetzt auch erst mit Akt 3 an. Okay. Wobei der Großteil vom optionalen Content anscheinend in Akt 2 bereits offen steht und wir den jetzt dann quasi schon gespielt haben. Das heißt, die anderen Akte werden wahrscheinlich etwas kürzer. Mhm. So, Verdammung ist fertig. Dann kann ich jetzt alle verdammen. Das klingt nett. Und dann muss ich mich jetzt noch um Widerstand kümmern, wenn ihr beide Zaubererlords seid. Nein. Ich brauche keinen Magiewiderstand. Brauchst du nicht. Total überbewertet. Für was denn? Es kann ja sein, dass wir ja ganz friedlich und schmusend hier zusammenspielen, ja? Das ist eigentlich das Spezialding von deiner Urtumsfraktion. Was meinst also du? Also im Kampf. Also ich, einmal kriegen die so einen Stack, ja, wo die dann immer zorniger werden und dann kann ich daraufhin wieder die besser buffen und so, dann waren diese Zauber halt mächtiger und ich kann zum Beispiel die Urtumskrähe zum Beispiel ins Spiel reinbeschwören und so weiter. Zumindest am Anfang. Ich bin noch nicht mit der Urtumsfraktion so weit gekommen, dass ich dir sagen kann, welche großartigen Vorteile die dann. Ich meine nur, weil die erhabene Fraktion hier, da werden die Einheiten ja erweckt und bekommen dann nochmal einen extra Bonus im Kampf. Ich krieg diesen Rüstiger Zorn. Rüstiger werden ja stärker, je mehr der Held zaubert in der Runde. Ja, ich krieg, wie gesagt, ich habe so einen Zorn und der wächst halt an mit meinen Aktionen, die ich mache, mit meinen Kampfaktionen und dann wird das halt stärker halt mit der Zeit. Ne? That's it. Oh, ich habe eine neue Reichsentwicklung. Was machen wir denn da? Nehmen wir die schon. Ja, Gründung und Übernehmen von Städten dauert 2 Runden lang kürzer. So, der ist nicht gefördert, den brauche ich nicht. Ja, das ist alles nicht einfach, was da mich erwartet. Nachdem die KI meinen Hauptheld beinahe hat jetzt totgrillen lassen, darf ich ja noch eine Runde vor mich hinschimmeln. Ja, rumschimmeln kann ich auch ganz gut. Ja, es ist echt ärgerlich. Meine Jungs schlagen sich eigentlich ganz gut bis jetzt. Ach, die ekligen Spinnen. Es gab hier irgendwo einen Button, um Leute automatisch auf Scouten zu setzen, ja? Automatisch erkunden. Gibt's automatisch erkunden, müsste es doch geben. Ja. Dein Herrscher ist eine Stufe aufgestiegen, der macht Sachen. Jetzt muss ich da ganz so ein komisches Ding aussuchen. Ugh. Ein Ring des Widerstands, das ist ja faszinierend. Den nehmen wir glatt. Der Widerstand. Mhm. Aber nur magischer Natur. Werde ich in dem Spiel überhaupt nicht brauchen gegen euch. Absolut gar nicht. Ich kann gar nicht zaubern. Mhm. Stellt sich raus. Gar nicht? Ja, bisschen. Nicht so, dass es für mich relevant wäre. Meine Einheiten machen Magieschaden, ja. Okay. Okay. Was war das für ein Geräusch? Also ich habe auf Runde Ende geklickt. Ich auch. Oh, schon wieder nächster Turn. Ihr seid aber echt flott, ihr zwei. Große Pläne.
Jubi. Tja, da muss man echt mal jetzt auf dieser Karte sich orientieren, was man denn da als nächstes macht. Oh, ich lerne jemanden kennen. Wie schön. Oh ja, ich weiß, wen ich da kennengelernt habe. Oh, wie schön. Hallo, dass du in meiner Nähe bist. Das finde ich echt toll. Wie kann man denn deine Truppe verlieren? Oh, ich hasse einen Rückkampf. Hat ja nur Glück. Ja, kann sein, dass ich aber jetzt auch gleich mal drücken muss. Ja, das geht manchmal schnell. Wie gesagt, ich hätte bei dem einmal war ich, hätte ich jetzt echt auch sagen können. Ja, das hat mich jetzt 2 Runden gekostet, eben Mist. Ja, ich meine, das Heilen, das ignoriere ich ja schon immer. Das mache ich ja schon immer freiwillig. Aber ich habe den gerade erst neu gebaut. Ja, und jetzt ist er schon wieder abgelebt. Nee, das geht natürlich nicht. Das ist vollkommen frustrierend, wenn deine Truppen auch noch sterben. Schrecklich. Ja. Willkommen beim Let's Play von Der TK Fight Simulator, TK. wie ich das liebe, Also Kämpfe nach selbst 5 zu Minuten die führen. Karte anzugucken. Ich beeil mich wirklich. Ich habe hier schon alles auf Maximalgeschwindigkeit gestellt für euch. Tja, das heißt nicht, dass es auch bei mir auf Maximalgeschwindigkeit läuft. Ja, gut, aber der Kampf ist trotzdem schneller vorbei, ne? Ja, ich mach's mal mit dem Rechtsklick. Also manchmal, wenn du gerade eine größere Schlacht hast, dann musst du schon noch mal die eine oder andere Sache nachvollziehen. Und dann habe ich. Größere Schlachten kann ich null nachvollziehen. Das ist schrecklich. Also wenn es Da richtig fliegen fies einfach nur Zahlen über den Bildschirm. Gegen Ende hindurch eigentlich meistens so automatischen Kampf und hoffe, dass irgendwas funktioniert. Ich mag, wie du denkst. Ja. Man hier am Anfang ist ja ganz süß, wenn man dann so irgendwie eine T1-Infanterieeinheit retten will oder so, aber nachher, wenn hier 7 Armeen gegeneinander kämpfen und alle gebufft werden und puh. Ist ein bisschen dann So, unschön. warum ist der gestorben? Gegen wen habe ich überhaupt gekämpft? Wenn ich Wer das bist wüsste. du? Wildsprecherin. Ja, ist aber okay. Ich brauche eh noch einen Speerträger. Cool, dass ich noch mehr Nahkampfwaffen krieg. Ja, wir beschleunigen den Apparat hier und dann wird es Zeit, das Rathaus zu erweitern. Nur noch mehr Kämpfe. Ah, endlich bin ich es mal nicht. Gott sei Dank, danke. Ach, Einhörner. Ja, viele. Einhorn reitende Halblinge, wenn das der Max sehen würde. Mit einem Ogre dabei. Da sind die kleinen untoten Skelettmagier mit Hörnerhelmen. Was geht bei denen? Die sind so geil. Lass die in Ruhe, die sind meine Besten. Die sind so schön. Ja, genau, hier steht genau wieder ein Der Feld weg. Ogre aus Dungeon of Nahelbeck, oder? Ja, auf jeden Fall. Den muss ich mitbringen, das ist ja logisch. Mit der großen Fleischkeule hinten drauf. Genau das. War es nur noch den Mage, der für den reden kann? Sowas in der Art, richtig. Yippie! Und nicht so schnell, nicht so schnell auf einmal. Was ist los mit euch? Warum bewegt ihr euch so furchtbar lahmarschig? Kann das mir einer kurz erklären? Also kurz. So, was hast denn da? Kleine Krähen und große Krähen, ja? Hey Barry, grüß dich, guten Abend. Ja, genau das habe ich Warum da. muss. Wen haben die umgebracht? Warum musst du das kämpfen? Das sind doch nicht mal Gegner, die da stehen. Wir haben meinen Skelettmagier umgebracht. Was? Ja, die können doch nicht meine kleinen. Ich weiß gar nicht, wieso ich die bekommen habe. Ja, und ich will die behalten. Die sind anspruchslos und herzlos. Ja, habe ich auch schon gesehen. Die passen super zu der Fraktion. Absoluter Vollgas. Herzlose Halbling-Skelettmagier. Ja, Mann, die können Wer kennt sie sterben. nicht? Wer kennt sie nicht? Ich muss die durchschleppen, meine Lieben. Das tut mir leid. Das geht nicht. Einen Moment lang dachte ich so zu mir, ja, komm, hey, ne? Aber nein, nein, ich möchte auch mal wenigstens einen Kampf machen hier. Nee, alles gut. Da kann ich mich echt nicht beschweren. Also. Au! Ah, da ist das ganze Problem. Der Ja. komische Vogel kann zaubern. Genau das ist es. Aber wenn Ja, du man. bist doch ein Tier-3-Einheit, ne? Das ist eine T3-Einheit, deswegen ist es auch ein bisschen gefährlich. Ich greife hier Luxusgut an, heißt es so? Ich weiß es nicht. So, kleine Magier, zeigt, was die Wahrheit spricht. Ach, der zaubert immer. Der macht Lichtblitze und Donnerschlag. Der ist, ja. Sind hier, kannst du dem nicht einfach sagen, hallo, wir sind Freunde? Nee, den wollte ich da einen. Ja, sage ich jetzt nicht, was ich jetzt sagen wollte. Lalala, das habt ihr natürlich genauso gemacht, wie ich das nicht gebrauchen kann, ne? Das war ja logisch.
Ah, die können blenden. Ach, ist das toll. Tja, aber ich habe ja Einhörner mitgebracht, also dann wollen wir das doch mal auch nutzen gleich. Schütze, Stufe 1 Infanterie auf einem Einhorn. Kann man nichts machen, ne? Ist übel, ne? Ist übel. Können sich teleportieren mit den Einhörnern, na dann. Die sind ja fast gefährlich dadurch, ja? Genau das, aber auch nur fast. Mal guck den Schaden dir an. Yippie! Na gut, du schießt mit Blitzen auf einen Blitzvogel. Was willst du denn hören? Da steht, dass er resistent gegen Schock und anfällig gegen Verderbnis. Muss die Blasrohre ranholen. Ich weiß. Oder deine kleinen Skelettmagier, die schießen doch auch Verderbnis. Ja, Todesblitze, genau. Wir sind top gegen den. Ich weiß. Ich muss aber erstmal hinkommen. Boah, kritischer Treffer flankiert. Ja, die sind ja auch recht happy alle so hier in der Fraktion. Hat der komische Oger sich gerade sein Hackmesser durch die Hand gedreht, ganz cool. Ja, macht er. Weiß ich ja nicht, was ich davon halten soll. Ich mag den, der ist so geil, der so einen riesen Schinken auf dem Rücken, ist einfach großartig. Ja, wegschnetzeln hier. So wollte ich das. Yippie! Kommen wir hierher. Nochmal Magieschild drauf. So, müssen wir nochmal ein bisschen reagieren? Oder lassen wir es einfach geschehen? Jetzt tut es gleich weh. Moral niedrig und. So, und jetzt erklärt mir mal, wie mein kleiner Magier bei der Aktion draufgegangen ist. Das würde ich jetzt echt gerne wissen, Mann. Stirb. Das ist eine T1-Einheit. Da ist der Computer halt sehr verschwenderisch mit. Ja. Braucht man nicht den Scheiß, ey. Braucht man nicht den Scheiß. Attacke. Die sind so zornig. Kennen die Deswegen nix. schießen die fester mit ihren Blasrohren. Kennt man ja. Die sind richtig gut im Blasrohrschießen. Zorniges Blasrohrschießen. Aber einfach die falsche Fraktion mitgebracht. Darfst du überhaupt gegen die kämpfen als Sturmkrähe? Sind das nicht irgendwie deine heiligen Tiere oder so? Jein. Donnervögel? Jein. Oha, Zeitlupenkill. Den bindet er sich jetzt direkt an den Gürtel. So, verschwinden die jetzt auch noch von meiner schönen Luxusressource? Haut da ab. Okay, müssten die da jetzt nicht drauflaufen? Warum laufen die da daneben? Ah, jetzt wird ein Schuh draus. Okay. Lief ja prima. Ah, jetzt kommt meine Belohnung. Ist alles so ein bisschen versetzt, ne? Ja, Belohnung nehmen, bitte. Vielleicht kriege Ja, ich. wahrscheinlich mal nebenher irgendwelche anderen Leute noch gezogen haben, die KI oder so. Das ist Das wird ja trotzdem. alles dann Ja. dottert dann ja ein bisschen. Ja, es ist trotzdem erstmal wieder gewöhnungsbedürftig, sage ich mal so. Ne? Ist ja in Songs of Conquest auch so, wenn du da Simultanzüge machst. Yes, Mann. Das ist das, was ich sehen will. Genau. So, wie machen wir das denn jetzt am besten? Du gehst mal darüber. Und du kommst mal hierher. So, brav. So ist gut. Boost nächstes Mal. Das ist mir egal. Hey Cubams, ich grüße dich. Schön, dass du einschaltest. Hi, hi. Oh, ich habe gerade eine Werbeunterbrechung, dann kann ich das gerade nochmal sagen, ne? Hallo Cubams, grüß dich. Hi, hi. So. Halb peinlich. Oh, eine böse Präsenz lauert in dieser Gegend. Was soll ich da nur tun? Außer meine Runde beenden. Das klingt aber schon nach einem Plan. Hui, jetzt habe ich so viel Nahrung bekommen. Das ist ja irre. Das hat sich wirklich gelohnt. Zwei Provinzen hintereinander. Da habe ich noch einen Nexus dazu. Das ist nicht doch mal rentabel. Nein, ich habe auch so ein Urtumsgebäude, ne, was ich mir anschließen kann. So einen komischen, so einen besonderen Baum, ne? Und dieser Baum macht, wenn du den also Annexion hast, dann kriege ich auch noch 15 Stadtstabilität. Das heißt, bei mir sind die Leute sowieso schon mal dreimal happy und glücklich.
und hüpfen da fröhlich durch die Gegend rum. Ne? Ja, und zu dir gehört auch dieser komische Naga-Kram oder ist das aus dem Buch dann speziell und das Buch. Kann im Prinzip jeder machen? Aus dem Buch. Ob es jetzt jeder machen kann, weiß ich nicht. Gut, das Buch kann ja theoretisch jeder aussuchen, oder? Mhm. Ja. So meine ich mich zumindest zu erinnern. Das freut mich, Cube. Ich kann meine Leute ja, glaube ich, auch in Drachen verwandeln, ohne dass ich ein Drache bin. Ja, exakt. Du kannst ja dieses diese komische Drachendingsbums draufzaubern und ab dafür. Dann haben die ihre Drachenhaut und sehen komplett merkwürdig aus und dann passt kein Helm mehr. Was dir bestimmt ganz viel Bei Freude macht. Bei den Kröten macht. Sieht das gar nicht so verkehrt aus. Mhm. Die sind gute kleine Drachen. Ich hatte ja ein bisschen durchgeklickert. Das kann sich ja in dem Info-Ding da alles angucken, die Verzauberungen und so. Mhm. Das ist aber schön, dass wir heute mal so viele Age of Wonders einschalten. Klasse. 16 insgesamt hier auf den europäischen Servern und bei uns sind 6 Leute. Yay! Absoluter Marktführer hier. Klasse, sehr geil. Schön, dass alle da seid. Okay. Ist es da frei zu bekommen? Ja, das ist frei zu bekommen. Dann nehmen wir das einfach mal mit. Wie wär's? Auf was mein ganzes Geld aus. Dieser komische Fayette hat Werbung gemacht, sagst du, Q-Bams? Schrecklich, ja, das habe ich auch irgendwie mitbekommen. Das wollte ich eigentlich gar nicht so geplant. Ich habe alles schon. Den Namen habe ich da schon mal gehört. Mhm. Ich weiß nicht, ob der auch bei dir rumhängt. Ich weiß ja nicht, was er so macht in seiner Freizeit. Rumhängen. Oh, hallo. Wen sehen wir? Meine trüben Tasten da? Den Experten-KI. Also ich verrate noch nicht, wer es ist. Also ich hab die Experten-KI zumindest mal kennengelernt, ne? Die ist sozusagen hier wahrlich vor mir. Die konnte ich sehen, die beiden. Also bei der Charakterauswahl am Anfang. Ah, habt ihr die beide gesehen? Ja. Das ist interessant. War so ein Ork und so eine Tante. Ja, also, ja, das stimmt, genau. Der Ork, den ihr da habt, das ist ein Ork-Nekromant. Das ist die Experten-KI. Der hier schon im Dunkelretter durch die Gegend hübsch spinnt. Das einmal, dass wir eine große Age of Wonders 3 PvP-Runde gespielt haben, ist jemand tatsächlich Alt-F4 ausgestiegen, weil jemand anders einen Halbling-Nekromanten gespielt hat. Was? Das war. Echt? Age of Wonders 3 hatten die Halblinge ja Glück gehabt. Ja, stimmt. Und dadurch, dass Untote ja keine Moral verlieren, war das Glück immer extrem hoch gewesen, weil das bei denen ja daran gekoppelt ist. Mhm. Nachdem er all seine Einheiten auf irgendwie, ich glaube, rote Drachen oder so geschmissen hat und die in der nächsten Runde einfach wieder aufgestanden sind, war vorbei gewesen. Ja, möglich. Was haben wir hier? Legion des Eifers, das klingt doch gut. Legion klingt eh schon immer gut. Legion der Langschläfer. Was kann ich hier mit euch hier kooperieren? Nichts davon will ich haben. Ja, diese böse Präsenz, liebes Spiel, die habe ich wirklich gesehen. Die ist so direkt. Die ist böse, da ist Böses im Busch. Mhm. Ich habe das Gefühl, ihr nehmt die nicht ernst. Ah ja, okay, gut zu wissen, aber bis hierhin und dann ist Schluss. Ja, auf meiner bösen Präsenz stehen 4 umrankte Diener T1 beschworene Einheiten, also so böse ist das da gar nicht. Und ein Wildzwerg-Wildschweinreiter. Ich verstehe. Die hypen sich da selbst, indem die mir Nachrichten schicken, wo steht, eine böse Präsenz ist in meinem Land. Die sind ja auch immer so mega nervig, gell? So, hey, hey, hallo, guck mal hier. Wir werden dich vernichten. Also so in 50 oder 60 Runden, wenn wir ein bisschen geboostet wurden. Mhm, genau so. Wie sieht das eigentlich hier mit meinen Bootbauplänen aus? Ganz gut. Sollte nächste Runde soweit sein. Boote? Ja. Dann sind meine Ratten endlich seetauglich. Dann müssen wir nicht mal als paddeln. Wollte ich sagen, das hast Landratten jetzt oder was?
einfache Seefahrt. Du baust dich wirklich da einen Außenposten hin. Willst du wirklich so früh Krieg? Diese sehr schwere KI baut überall Außenposten. Ja, wenn es unbedingt... Ich bin froh, dass niemand Orangen spielt, wo die Scouts Außenposten bauen können. Ja, das war ja früher so ein bisschen, ja. Sicherer Kampf liest sich halt immer so gut. Ja, das ganze Geld ausgeben. Machen wir das. Ja, wir werden jetzt mal das da übernehmen. Da führt jetzt erstmal kein Weg vorbei. Ach, weißt du was? Was soll der Geiz? Irgendwer ist hier doch rechts von mir, da bin ich mir ziemlich sicher. Da muss ich nicht mal meine Insel verlassen. Wer von euch spielt rechts unten? Los, verrat's mir. Die KI vielleicht? Du also, ich verstehe. Ich bin auch eine KI. Ah, cool. Ja, ja, TK ist nicht wirklich egal. Oh, was krieg ich denn? Ich baue auch überall Außenposten. Das war doch das Merkmal einer KI, oder? Mhm. Ah. Hi, wie geht's dir so? Wow, 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 du wohnst also nicht rechts unten, sagst du. Ich hab gesagt, vielleicht eine KI. Ich verstehe. Gott, jetzt schon wieder bei einer Einheit. Starker verloren. Bluff auf jeden Fall. Hast du ja auch nicht gecallt, ne? Nee. Den brauchst du eigentlich nicht, den Gürtel des Berserkers, aber er sieht schön an. Außen, zieh den mal an hier. Brauchen wir einen zweiten Helden, was denn los hier? In welcher Runde sind wir denn? 9 erst. Mhm. Mann! Ich hab erst einen Helden. Das merkt man dir gar nicht an. Ich hab Dinge vor. Stadt vergrößern, Dinge einnehmen. Alles in der Reihenfolge, ja? Ich kann nicht schneller spielen, als ich jetzt hier spiele, ja? Du. Ich scroll hier nervös über die Karte. Okay, das schaff ich nicht. Tja. Das macht's nicht leichter hier. Ohne Rechtfertigung den Krieg erklären. Gibt's da nicht mittlerweile irgendwas, dass man davon Nachteil hat? Ach da, ich hab dich schon gefunden. Da bist du. Das ist schön, dass ihr zwei euch gefunden habt. Das ist wirklich toll. Freut ja, jetzt mich. Können wir uns endlich verbünden und dann gewinnen. Ach so. Also nicht mit allem, was ich habe, rüberlaufen und dich auslöschen, meinst du, ja? Das ist wahrscheinlich im Multiplayer ungern gesehen, richtig? Ja, da muss ich nächstes Mal nicht mehr da sein. Jawohl. Also bei Songs of Conquest lief das ungefähr genauso. Ben und ich sind zeitgleich jeweils zur gegnerischen Hauptstadt gelaufen und haben die beide jeweils mit unseren Haupthelden angegriffen. Ja. Du musst ja erstmal 35 Runden belagern, bevor du überhaupt rein darfst. Ja, ich weiß, leider. Das macht man ja bei den modernen 4X-Spielen nicht mehr so, dass man mit einem Scout in die Hauptstadt geht und die gehört einem dann. Die Leute haben da mittlerweile was gegen. Ich weiß auch nicht, was sie sich dabei gedacht haben, das rauszunehmen. Also das war doch die beste Spielmechanik, die man sich vorstellen kann. Da hat sich auch niemand drüber aufgeregt. Wenn so ein kleiner Zeppelin vorbeigeflogen kommt und deine Hauptstadt einnimmt, weil du gerade nicht zu Hause bist. Ja. Kommt aus dem Nebel dreimal so viel Bewegung wie deine Armee, weil es ein Scout ist und weg mit der Hauptstadt. Was meinst du, Q-Bombs? Erstmal nach 200 Runden verbünden und die ganzen KIs entfernen. Aha. Naja, das wird noch ein Spaß gegen Gothko. Da könnt ihr euch warm anziehen. Ich habe da, glaube ich, die große Popo-Karte gezogen. Juhu. Da hypt er seine eigene KI. Da behauptet er, du hättest gewonnen, weil deine KI uns alle besiegt hat, ja? Nee. Diese KI ist, ja, sie ist eine KI. Selbst geschrieben. So wie unseren dritten Mitspieler. Der ist so verletzlich gerade. Ich würde ihm so gerne den Krieg erklären. Manu. Ich will aber kein Geld ausgeben, um deine Feindschaft zu erklären. Das ist halt wirklich mich zu geizig wiederum, ne? Das ist einfach, wie man es macht, ist falsch. Ugh.
Naja, bleibt nichts anderes übrig. Ich muss einen Brückenkopf gegen den bauen. Sonst wird's unangenehm. Der Dunkelkrieger, der Maulwurf, und der sieht ja putzig aus. Ja, geht in Frieden. Oder, oh, Vertrag zu dienen. Simon verliert 100 Gold. Du erhältst eine Einheit Dunkelkrieger. Jawohl. Tata. So, dann machen wir das jetzt ganz einfach so. Du bringst mir in der Armee da gar nichts. Beweg dich hier hin. Ja, aber dann die ganze Armee. Oh no, ist wirklich nicht wirklich passiert gerade, oder? Legendary Misclicks mit Pancake mal wieder. Live hier. On air. Muss nur Quickload drücken. Mhm, ja. Ihr werdet euch sehr freuen. Oder machen wir das nicht? Was? Hä? Hä? Ah, warte mal noch, ich habe gerade einen Kampf verloren. Aha. Oh, der hat mir direkt die Rivalität erklärt. Das ist ja klasse. Ja, das machen die. Der spuckt dir erstmal ins Gesicht. Wenn es ihm schlecht geht, kommt er wieder. Ich spuck ihm gerade zurück. Das kostet doch Geld. Ist mir scheißegal. Ich spuck zurück. Das ist ein Kriegsgut. Exakt, so ist es. Aber wenn er sich so ausgezogen mir präsentiert, dann von mir aus, dann schnapp ich ihn mir halt jetzt. Ne? Er lässt mir ja keine andere Wahl. Der Gutste. Krieg, Krieg, kannst du vergessen, Krieg. Meinen Lord zu leveln? Auch das völlig überbewertet. Ich will ihn einfach auf Level 1 lassen. Was soll da schon schief gehen? Auf andere Spiele. Ja, genau das habe ich getan. Dabei gibt es schon ein paar nette Sachen für deinen Magier, so. Ach, Ivo. Wird überbewertet. Cubams, dein Community-Mitglied Cubams ist so ein bisschen aggro, ne? Faye, das weißt du schon, dass du hier so komische Leute mitbringst, ne? Weißt du? Rufen hier Krieg und so Zeug, ne? Also, weißt du, was hast du mit denen gemacht eigentlich, mit deinen ganzen Videos? Ja, sind alles super aggressive Videos. Ja, ich voll krass, ja, ich weiß. Nur Krieg und Zerstörung. Eine hitzige Debatte. Oha. So, ich darf einen Helden dazu holen. Das ist ja wow. Verachtung. Ich darf entscheiden, ob das Astralmeer flach oder eine Kugel ist. Hat das ja was. Das Astralmeer ist natürlich flach. Ja, das will ich unbedingt haben. Die muss ich haben. Oh ja, bitte sag das so. Ja, das ist so gut. Da gibt's. Nee, da brauchen wir gar nicht mehr drüber reden. Ich hab meinen Helden gefunden. Meinen Zweithelden. Murial Schwalbenschwanz. Jawohl. Ich weiß, das Astralmeer ist flach. Ich hab das so entschieden. Du hast es entschieden, okay. Ja. Was sagst du? Was anderes behauptet, ist ein, ich zitiere, Holzkopf. Was sagst du, Cubams? Nomos war auch aggro und super niedlich. Nomos hat nur aus Versehen jemanden umgebracht, also eigentlich mit Absicht, um mir zu gefallen. Das muss man schon respektieren. Muss, das klingt sehr zwanghaft. Er hat's gut gemeint, okay? Er hat gesagt, guck mal, was ich kann, und hat einfach irgendjemanden umgebracht. Shit happens, ja. Wenn wir jetzt hier zu weit zurückgelatscht sind, dann gehen wir halt auch den ganzen Weg zurück. Dann machen wir das jetzt so und du kommst jetzt hier mit dazu. Die Gruft der verlorenen Königin. Ich habe kein Geld. Warum habt ihr Geld und ich nicht? Das kann... Keine Ahnung, warum du so ein armer Schlucker bist. Ja, ich habe Geld, weil ich Kunsthandwerker habe und jedes Gebäude mir extra Geld gibt. Einfach so. Du weißt oft, wie man sich beliebt macht, ha? Du hast doch gefragt. Ja, du musst auch die Antwort aushalten, Mensch. Ich verkauf halt ein bisschen Magie oder so. Ich dachte, du wärst ein großer Zauberer. Ja, aber nein. Nicht groß. Ich bin nur da. Medium groß.
Ja, Medium. Ich habe auch kein Geld, ich muss die ganze Zeit meine Gebäude boosten, damit die nicht 10 Runden dauern, um die zu bauen, sondern nur 2 und dann bezahle ich 700 Gold, damit die fertig sind. Hast du gerade 700 Gold, damit die fertig sind? Okay, deine Mechanik scheint etwas anders als meine zu funktionieren. Einkommen bei mir, 40. Andere Spieler. Ja. Ich kriege ein bisschen mehr. Plus 26. So, und jetzt Ruhe hier. 26, wie lebst denn du? Gar Ich nicht. wollte gerade sagen, also 40 ist ja schon mickrig, aber 26? Ich kann's. Bau doch mal eine Goldmine. Oder zwei. Das ist schon längst erledigt. Ihr wollt nicht wissen, wie groß meine Armee mittlerweile schon ist. Das ist eher das Problem. Und wenn du so anfängst, wahrscheinlich besteht die aus einem Held und einer kleinen Leibgarde. Genau so, ja. Was mache ich denn mit ihr Ich noch? booste die einfach raus, wenn ich die brauche mit meinem ganzen Geld. Bla bla, Regenbogenklee, Reichsentwicklung, was soll ich mit dem ganzen Kram? Regenbogenklee ist so schön. Der gehört mir, ja, den habe ich gerade eingenommen. Ich will meine Runde noch nicht beenden, oder bin ich wirklich schon fertig mit allem? Ich habe das Gefühl, ich habe gar nichts gemacht, außer mein ganzes Geld ausgegeben. Ah ja, wenn das Spiel das so sieht, dann bin ich wohl fertig. Now we are talking. Das ist jetzt die Sache, die ich haben will. Bevölkerung könnte ein bisschen schneller hochgehen. Brauch mehr. Also ich habe jetzt tatsächlich es geschafft, mir jetzt so langsam eine Sechserstadt zusammenzuzergen. Eine Sechser? Nee, die haben. Also sechs Bevölkerung halt, ne? Nee, da bin ich noch nicht. Also nächste Runde halt erst. Nee, auch nächste Aha. Runde nicht. Oh, wen haben wir denn hier getroffen? Oh Gott, die Gräfin Yasara Rim. Event Gesundheit. City inspizieren. Lokkansk. Das ist ja die bei denen ist ja richtig, die ist ja richtig kalt. Das klang sehr problematisch, das Wort, das solltest du nicht nochmal sagen. Ich weiß. Sie heißen aber so. Ich glaube, ich habe meine Stadt gar nicht benannt. Die heißt einfach, das ist ein random Name, den kenne ich gar nicht. Ja, du darfst ruhig die Bewegung noch vollziehen, Einheit. Ja, das Ich ist es. müsste aber mal eine Sekunde mein ganzes Imperiumszeug sparen, damit ich noch so einen Flüsterstein kriege. Damit ich mehr Leuten ins Ohr flüstern kann. Das könntest du tun, ja. Ich muss erstmal einen zweiten Helden kaufen. Ich glaube, ich muss einen Maulwurf kaufen. Dem kann ich ja meine ganzen Nahkämpfer-Sachen alle geben. Wäre das auch so geil, wenn du so Magier spielst, dann kriegst du so Nahkämpfer-Sachen und dann spielst du Nahkämpfer, dann kriegst du nur so Fernkampf-Sachen, dann spielst du Fernkämpfer, dann kriegst du immer nur Magier. Also ich finde das großartig. Das läuft bei mir immer genauso. Dafür kriegst du ja andere Helden. Naja. Ich krieg hier einen Außenposten zugespammt von der Experten-KI, dass es gerade so kracht. Ich bleibe ein Fionn in der Ecke sitzen und werde heimlich groß, während keiner hinguckt. Wenn du dich mit der Experten-KI schlägst. Ja, ich werde mich wieder schlagen müssen. Ich baue einen Wachturm neben ihm, um zu wissen, wie groß er ist. Hör auf, Teppiche zu verlegen. Als ob du mit deinem Einkommen überhaupt einen Wachturm leisten könntest. Rachefeldzug. Nein. Das ist eine Quest von mir. Rachefeldzug. Ein heiliger Kreuzzug. Nee, ich soll einfach einen Kopf von einer solchen Schlange holen. Ich lese die Dinger natürlich jetzt nicht vor, ja, keine Sorge. Schade.
so mit Stimmen verstellen und allem drum und dran. Wer bremst hier eigentlich von euch so? Das ist doch wieder mein kleiner Skelett und das ist dieses kleine Skelett, was hier so bremst. Dämonenbann des Assassinen. Was ist das? Meucheln. Wieder nur Nahkampfwaffen. Oh, Bären reitet dir. Ich reite jetzt einen Bären. Echt, hast du bekommen? Jawohl. Das ist unfair. Buh. Ich reite jetzt kein weißes Pferd-Reittier, sondern ein Grimbär-Reittier. Ein Grimbär-Reittier, okay, alles klar. Ja. Sehr hohe Geschwindigkeit und überwältigend. Die 40% Extraschaden gegen Einheiten im Verteidigungsmodus, zählt das für alle Angriffsarten? Da steht jetzt nicht Nahkampf oder so. Da das ist ziemlich stark. Da fragst du mich jetzt Sachen. So. Ja, mach ich. Du kennst dich da aus. Du lädst das hoch, Videos davon. Ich dachte, du wärst hier der Profi. Wenn ich richtig zuhöre. Ich spiele das nur so zum Spaß. Ach so, ja, wenn ich ja richtig zuhören würde, ne, dann wäre das ja noch von Vorteil, ne? Also denkbar möglich. Hä, was mache ich denn jetzt hier? Du alles doof. Ja, da wollen wir eigentlich schon hin, aber da wäre auch schön, aber habe ich vergessen abzuräumen, ne? Großartig, hast du ganz toll gemacht, Ben Cage. Da sind die komischen Katzen. Da laufen Katzen rum und da Kunden, das sind Scouts. Dein Hauptheld ist ein Scout. Ach so, nee, ich meinte eigentlich den Scout, der neben deinem Hauptheld steht. Was meinst du, Q-Bams? Naja, trotzdem doch lieber Pink Fluffy Unicorns statt zu einem Bären. Ja, ich hab meine. Hey, das sagt er nur, weil er meinen Bären nicht sehen kann. Der ist sau cool, der hat eine Narbe über dem Auge und ein blindes Auge und ist komplett vernarbt sonst und ich reite den ohne Sattel. Das stimmt, das kann ich hier sehen. Das ist ein Fetisch. Bären aber warum zum Henker hast du einen Skaven-Sonnenpriester? Das ein Seuchenpriester, das hätte ich ja verstanden. Ja, die haben halt zur Religion gefunden. Skaven. Yes. Ja. Yes, yes. Das sind erhabene Kunsthandwerker. Siehst du doch. Wieder was gelernt. Ist ja nicht Warhammer hier, ist ja Age of Wonders. Da wunderst du dich, wenn du meine Skaven Kunsthandwerker siehst. Herrlich. Was machen wir denn nur? So, lass uns die Friedensverhandlungen eröffnen. Neue Forschung auswählen. Da brauche ich ja tatsächlich den Kram da für meine Zyklonbogenschützen. Falls ihr das, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, sehr verwirrend findet, was hier gesagt wird, mir geht's genauso. Also, Fayette hat also Zyklonbogenschützen. Habe ich noch nicht. Die werden aber irgendwann mal dazukommen, als drittes Buch oder so. Ich habe gerade gehört, Zylonenbogenschützen. Nicht Zylonen, nee, nee, nee. Nee, nee, nicht du. Halt deine Leute da raus. Zyklontorpedos. Also, was, Produktion festlegen, so einen Helden muss ich auch noch kaufen. Was passiert denn hier? Ich hätte gern einen Marktplatz, bitte. Das hätte ich auch, aber habe ich nicht. Was sind denn hier alles für Leute? Ich brauche einen Nahkämpfer und zwar einen stabilen. Der da hat ein Geweih auf dem Kopf und eine Lanze in der Hand. Das und der ist selbstständig. Ja. Das klingt doch alles gar nicht so verkehrt. Wer bist du? Geweih ist super. Lenkt natürlich die Axt direkt an den Schädel rein. Finde ich super. Das Problem ist halt, wenn ich mir so eine richtige Zweihandwaffe gebe, dann reitet er ja sowieso nicht mehr. Dann muss er ja zu Fuß gehen. Mal sehen, ob Fayette auch Leute per Katapult schießen und teleportieren kann, wenn er schon über Warhammer redet. Sag Q-Bams. Wir reden ja nicht über einen Kamikaze-Katapult, ne? Und Leute sind übrigens Gobbos oder Snotlinge. Die ist doch keine Skaven. Ja. Wenn, dann baue ich eine Atombombe oder so, die bei mir unter der Stadt explodiert, anstatt da, wo die hin soll. Ja, natürlich. Und es sind trotzdem noch genug Skaven. Aber es ist nicht meine Schuld, sondern ich wurde sabotiert. Yes, yes. So sieht es aus.
Der Untergang, der kommt mannigfaltig. Oh, ich will diesen Außenposten davon direkt vor mir, blöder Penner, du. Es ist gemein, ich so ganz isoliert, ganz alleine mit der KI und ihr habt da Spaß zu zweit und baut einen riesen Imperium. Wir sind schon Imperium feste auf. Verbündete. Ja, wir sehen unsere Reiche gegenseitig ist das und teilen unsere Ressourcen. Das versuchen gegenseitig unsere Marktplätze. Ja. Ich kaufe fliegende Teppiche von den blauen Katzen. Kann ich alles bestätigen. Katzen und Ratten sind schon immer Freunde. Mhm. Ja. Historisch. Mhm. Dein Held heißt Jerry und der TK, der hat den Tom, ne? Ah. Ja. Also ein Scout. Ja, was ist los? Ich befinde mich angeblich im Krieg, aber der ist ungerechtfertigt, also wird das teuer. Also nicht für mich. Ich weiß nicht, wovon du redest. Kann es sein, dass ihr zwei euch jetzt hier gerade klopft? Ich weiß nicht, anscheinend. Ich habe damit nichts zu tun. Er schickt einen Scout in Richtung meiner Städte. Das geht gar nicht. Ja, du hast dem nicht wirklich gerade wegen einem Scout im Krieg erklärt. Anscheinend doch, noch. Klar. Geil. Geht gar nicht. Eugenio der Sternengießer. Okay. Ja, Leute, seht ihr, wie das ist, wenn ihr mit Fayette und TK spielt. Fangt damit gar nicht erst an. Die sind voll friedliebend. Also ich würde jetzt so eine Münze draufsetzen, dass dieser Held so leicht stärker ist. Ja, Cupiums Chaos, sagst du, ja, ja. Ja, also wir haben also den ersten Krieg zwischen Katzen und Ratten und ja, den Krieg begonnen haben die Miezekatzen. Ach, sind es schöne Pferde. Aber ich meine, man hätte sowas auch über Verhandlungen lösen können, aber Roleplay technisch, ne, das sieht da halt Mäuschen, ne, und die Katze, die stürzt sich jetzt da drauf, ne, so ungefähr. Also eigentlich habt ihr nur ein großes Miau gehört und im nächsten Moment liefen zwei Leute umeinander herum. Ja, kann ich hier denn irgendwas Spannendes tun? Ich glaube, das sollte ein eindeutiger Sieg für den Held werden. Ja, aber ich habe da unten ja noch mal eine Zauberleiste. Da stehen ja ganz viele Sachen drin. Bei solchem Vorgehen. Ich weiß nicht, ob irgendwas davon relevant ist. Bei solchem Vorgehen wird der Kopf vorsichtig entfernt und via Katapult der Rest zurückgeschickt. Ganz normales Vorgehen, sagt Barry. Ey? Ich lach mein Ast jetzt. Okay, gestärkter Widerstand hat er schon mal. Und geheilt hat er sich. Ich hoffe, der Kopf wird vorher abgenagt, sagt Hugh Bams. Oh, da gibt's schon Fans. Oh, da gibt's schon Lager. Oh, das gefällt mir. Schön. Ja, wir haben hier einen Krieg. Meine Damen, meine Herren. Oh nein. Oh doch. Tja, da wurde nichts abgenagt, da wurde was abgebissen. Man kann doch kein wertvolles, essbares Material verschwenden. Da hast du recht, Dubams. Da hast du definitiv recht. So, was bietest du mir denn an? Nee, das kann ich nicht machen. Nö, das sind keine guten Angebote, Buschhain. Tut mir leid. Ja, die heißen wirklich Buschhain. Ja, das denke ich, Gothko. Ja, es geht immer weiter mit dem... Ja, ich habe immer mehr Kriegsgrund gegen dich eingesammelt. Das ist gut. Ja, wir warten noch ein bisschen. So, was wollte ich jetzt eigentlich machen? Sprich, das wollte ich befreien, aber das ist nicht ganz so wichtig. Wir gehen jetzt einfach dem ursprünglichen Plan weiter nach. Mal gucken, was soll schon schief gehen? Erstmal will ich mir ihre Klar einfach schaffen. Ach, Krieg ist so teuer. Wirft Fraktionen und Nationen einfach zurück. Ne? Machen wir das automatisch. Willst du mich verarschen? Och nö.
Nee, das will ich nicht. Na toll. Noch jemand, der Spaß hat, glaube ich. Ja, es, nee, das ist jetzt gerade völlig krank, gerade was da gerade passiert ist. Gegen die paar. Was hast du denn mit den ganzen Schlangen da alles? Wieso habt ihr überall diese komischen Todesschlangen rumsitzen? Das wüsste ich auch gern. Die viel bessere Frage ist, warum sind sie auf seiner Seite? Und warum hat er so eine große Armee? Das sind ja 11 Einheiten. Dann muss ich jetzt wohl mein bescheidenes Einkommen dafür benutzen, um Truppen auszuheben. Bescheiden, das, wo du 900 pro Runde ausgibst für irgendwelche Sachen? Ja, die gebe ich dann jetzt halt für Truppen aus. Das ist ja wichtig, dass du das machen musst. Man kann es aber auch in Kriegszuständen lassen, Truppen zu produzieren. Muss man nicht machen. Ich weiß überhaupt nicht, was er dafür. Doch, ich muss ja. Ich weiß nicht, was er dafür sprechen könnte, theoretisch. Juhu, vorwärts, Madame. Du wolltest deine Rache an den Schlangen, dann mach's halt auch. Didi. Ja, dahin mit deinem Einhörnchen. Ja. Ja, super horny und davor. Jawohl. So. Kopfloses Vorgestürme. So, meine kleinen Flatterviecher. Jawohl, die ja nichts bringt, aber einen Gegner gut ablenken könnt. So, okay. So, Kevin, was machen wir mit dir denn, Kevin? Wie weit kommt die denn? Ah ja, so weit. Und die da? Na, perfekt. Dann Kevin, guck mal. Ein Job für dich. So, brav. Das passt doch erstmal. Wollen sie nicht übertreiben. So. So. Hier ist Krieg und ich muss mir Kämpfe gegen KI angucken. Ja, tut mir leid, ich habe hier 8 Einheiten ein bisschen am Röcheln gewesen. Das ist schrecklich. Das kann ich nicht akzeptieren. Ihr müsst, ich will auch mal mitspielen, okay? Hallo? Hüpf. Ja, genau das. Das tut sie immer, die KI. Diese Animisten-Haplinge sind ganz schön baffe Kerle. Was geht bei denen? Was, Barry, schreibst du? Wie war das nochmal? In Age of 4 waren alle Nekromanten die Guten, weil sie für die Arbeitsentlastung der lebenden Bevölkerung sorgen, oder? Ja, so genau so war das. Ja, genau so. So ungefähr war das. Die sind halt anspruchslos. Treffe ich da meine eigenen oder nicht? Nicht? So. Wo haben wir denn noch? Da haben wir noch. Na, das ist aber auch nicht gut. Das wollen wir eigentlich nicht machen. So, du stehst da noch rum, ne? Ja, du stehst da noch rum. Dann. Ja, ist ganz nett, dass deine untoten Zauberer 50% weniger und mehr Moral, Entschuldigung, weniger Moral kriegen und verlieren, aber gleichzeitig auch immun gegen den ganzen Moraleffekt an sich sind. Ich finde die so toll. Oh, wieso reicht denn das jetzt wieder nicht? Oh, mein Nerve. Kotzt. Ja, dann müssen wir es halt so machen. Kannibalismus. Wo man mit muss. So, ah ja, du darfst in alle Richtungen. Das ist dir eigentlich scheißegal, habe ich gehört, ja. Wieso darfst du das noch nicht? Du brauchst doch den Zorn der Sturmkrieger. Es war so klar. Ja, streif ihn doch mit 90%, genau. Okay. Und dabei solltest du Truppen verlieren? Ja. Wer wäre denn schon wieder gegessen worden? Nee, es wären tatsächlich 4 bis 5 Einheiten fast alle tot gewesen. Dann hätte ich wieder nicht weiterlaufen können. Und für das, was ich davor habe, brauche ich meine komplette Armee. Und zwar vollkommen einsatzbereit und nicht so halbgar. So, du kannst die Kontrollzone umlaufen. Du Miststück, okay. Dann machen wir das anders. Ich weiß doch, Schlangen sind klassisch behende. Ja, die schlängeln halt so durch die Gegend, ne? Ja. Da. Auch trotz der Größe natürlich, logisch. Und der geringen Anzahl an Händen. Behände. Haha. Ich hab zu viele Truppen. Vor allen Dingen hast du nur Viecher. Nein, nur stimmt jetzt auch nicht.
Ja, komische Spinnen hier und dieses fliegende Gesindel da. Den Oger. Ja, Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Als was gilt er denn? Steh nicht mit dabei. Da war der da. Als großes Ziel. Das sind gute Halblinge. Brav. Nationale Kavallerie. Also das ist schon drauf der Fokus, ne? Auf die Kaff und auf die wilden Tiere bei dieser Fraktion. Teleport-Kavallerie. Ja, Teleport-Kavallerie. Das hat so seine Vorzüge. Ich hab dich noch nicht teleportieren sehen. Ja, einmal habe ich's doch gemacht. Oha. Da sind die gesprungen. Ja, da sind die gesprungen. Fieslich. Fieslich, wie sie eben sind. Oh, mach's mir doch jetzt anstrengend, Spiel. Komme ich da irgendwie besser hin noch? Jetzt kommt dieser aufsteigende Zorn. Das sind so ganz zornige welche. Ja. Dann schießen die zornige Blitze auf die Gegner. Ja. Kann halt besondere Effekte einsetzen, wenn ich das wollte. So, ich habe mich jetzt extra für dich teleportiert. Bist du zufrieden? Ja, du konntest da nicht von mir angreifen, hättest dich dicht daran teleportieren müssen. Auf gar keinen Fall, das wollte ich aber nicht. Ich wollte mich einfach dahin teleportieren, weil ich das da schön finde. Treffe ich da meinen eigenen? Ich treffe da nicht meinen eigenen, dann schieß einfach halt. Danke. Hätte man gleich machen können, wäre es kürzer gewesen. Hätte ich doch erstmal geguckt. So, und jetzt ist eigentlich im Grunde gar nichts passiert, ja? Und beim anderen Mal, da waren so viele Einheiten fast komplett down. Das ist so schlimm. So, was brauche ich denn hier noch? Ist schon alles gefördert. Einen dritten Steinbruch, bitte. Das klingt aber nach viel Produktion. Ja, herzlichen Grenzen. Ich muss jetzt mein ganzes Geld für Truppen ausgeben. Dann legen wir mal los. Von meiner Seite nicht, wir können auch einfach friedlich nebeneinander koexistieren. Moment, warte, hast du mich nicht angegriffen? Ich habe nur einen Scout entfernt. Ja, du hast einen unrechtmäßigen Krieg angefangen, unter dem du jetzt leidest, weil du dadurch Mali bekommst. Malusse, ich hab's ja, es gibt keinen Mali. Ja, nicht schon wieder. Echt die Diskussion. Immer wieder dieses Fass aufmachen, ich finde das so schrecklich geil. Jetzt ist aber mal Zeit für den Verkäufer hier, wenn die anderen hier so angeben mit ihrem Einkommen, mit ihren kleinen Pupselarmeen. Ich habe noch nie von meinem Einkommen geredet. Es ist definitiv dreistellig. Naja, klar. Glaubst du nicht? Ist schon okay. Das ist nah an Wissen sogar. Mit Glauben hat das dann nichts mehr zu tun. Wandern wir denn als nächstes hin? Wir müssen da eine kleine Hauptstadt finden. Irrelevant, irrelevant. Hier, Zauberdieb. Das klingt dann aber was ich gebrauchen kann. Wenn ich dir schon den Kopf abschlagen will, dann recht früh. Ja, die ziehen jetzt irgendwas Cooles an. Stellt sich raus, wir haben nichts Cooles. Oh, das ist zum Nerven. Was bist denn du eigentlich für ein Elementar? Ach, das haben sie verändert, den Steingeist. Der sieht jetzt nochmal ein Stückchen cooler aus. Okay, alles klar. Den habe ich schon länger nicht mehr gesehen gehabt, den Steingeist. So, wo bist du denn nochmal da oben am Rand des Nirgendwo? Okay. Ah, hallo andere KI-Fraktion. Ja, also ich bin auf dem Kontinent gelandet mit den beiden KI-Fraktionen. So viel steht schon mal fest.
Cubems, nein, mach doch da nicht einfach mit. Es gibt Mali durchaus. Es liegt nur, glaube ich, in Afrika. Warum tut ihr das? Ich habe extra nachgeguckt. Das Internet hat gesagt, ich soll Malusse sagen. Normal sage ich immer Boni und Nachteile, weil ich mich nicht traue. Ist aber ein schöner Boni. Der Nachteil ist, ja, genau. Hat er noch einen Außenposten gebaut, der P Penner? Ey, nee, also das ist definitiv Krieg. Hallo, geht's noch? Hat er nichts Besseres in seiner Freizeit zu tun, als den Scheiß zu machen? Du hast eine Neunerstadt. Das klingt jetzt so, als wärst du überrascht. Ja, bin ich. Ich dachte, das wäre die Kleine hier auf dem Weg. Das ist mein Vasall. Ach so. Okay. Aber ja, fang ruhig Krieg mit mir an, wegen einem Scout. Das war die naheliegende Reaktion eines jeden Katzenherrschers. Miau. Das ist meine Box und das ist meine Box und das ist meine Box. Jetzt habe ich noch eine blöde Nahkampfpflanze bekommen. Was soll ich mit der denn machen? So. Ich kann neue Rekruten ausbilden. Nee, brauche ich nicht. Wir haben euer altes Reittier gerechnet und bildet ein neues aus. Der hellsten Helden Grimbeer-Reittier. Yay! Ja. Wir haben schon ein Einhorn. Was soll ich damit? Ja. Na komm. Kann der irgendwas Besonderes, das Grimbeer-Reittierchen? Der ist überwältigend. Ja, sag ich ja, 40% extra Schaden gegen verteidigende Einheiten. Nee, im Verteidigungsmodus, wenn du im Verteidigungsmodus bist. Einheit verursacht Gegen plus. Einheiten im Ah, gegen Verteidigungsmodus. Einheiten. Okay, du hast recht. Ich habe Unrecht, ja. Dann kann er die dann umbumpen. Das andere Okay. wäre ja keine Überwältigung. Du hast absolut recht. Es gibt alles Sinn, was du sagst. Was im Moment können keine Befehle in der Warteschlange aufgenommen werden. Deine letzte Aktion und Anweisung. Was? Was? Ach, wegen dem Kampf. Oha. Ist das, du kommt mir leicht bekannt vor, muss ich zugeben. Ich bin überzeugt davon, schreibt Beret, das große Ziel von dem Katzenherrscher Tike ist es, ans Ende der Welt zu reisen und seine Feinde von der Kante zu schubsen. Das Astralmeer ist ja auch flach. Ich habe das bewiesen. Nein, das ist bestimmt. Ja. Cubams, das mache ich nicht mehr mit. Ich lese dieses Kommentar zudem nicht mehr vor. Wir gehen jetzt nicht über U-Deklination und wir gehen auch nicht übers Latein. Nein. Es Ich gibt. habe ja auch nach Latein geguckt, aber ich habe halt auch nach Deutsch geguckt und da stand, ich soll Malusse sagen. Ja, du sollst Malusse sagen. Dafür gibt es auch einen Grund. Die Gründe interessieren mich nicht. Euer kleines Scharmützel, wisst ihr? Hallo, ich könnte Hilfe auf meinem Kontinent gebrauchen gegen diese hochaggressive KI und ihr zwei, was macht ihr hier? Ihr beschmeißt euch gegenseitig mit Pupu. Es ist unerhört. Da kann ich hier nichts Aber für. der greift mich an, das möchte ich hier festhalten. Und die Maus beißt zurück. Bumm. Ich muss dich hier angreifen, du stehst hier bei mir rum. Wie siehst du standst bei mir rum. Ja, aber ich habe dir nicht den Krieg erklärt. Ja, alles gut. Ich kann meinen Quest nicht machen. Und was mache ich jetzt? Wie kann ich jetzt hier weiter? Sieg! Ah, jetzt. Knapp, ganz knapp. So, jetzt muss ich mich irgendwie verteilen und aufteilen. So geht's nicht weiter, so wie ich jetzt stehe. Das bringt gar nichts. So. Das haben wir alles geklärt, das haben wir alles geklärt. Dann weiß ich, wie wir das jetzt machen. Der eingeschneite Tempel, den lassen wir erstmal eingeschneit sein. Aha. Also das Schönste an Age of Wonders ist diese genervte Art von den Figuren, wenn man die anklickt.
Okay. Sind ständig am Rumschnaufen. Großartig. Mag ich sehr. Was kriegst du jetzt noch an Imperium für den extrem ungerechtfertigten Krieg? Minus 9, also. Imrik, vielen Dank für den Sub. Sehr geil. Dankeschön. Ist ja auch nur für 10 Runden. Oder so ähnlich? Keine Ahnung. Steht da nicht bei. Dann ist es für immer. Ja, dann ist das halt so. So, der ist fertig. Okay, der Verkäufer. Hier geht nichts mehr. Der reitet mal nach Hause. Dann braucht man eine Schnitzerwerkstatt. Das ist bei mir ein besonderes Gebäude, weil er nach der Uhrturms-Sachen gefragt hat. Die gibt plus 5 Einnahmen durch Einberufung, plus 8 Einnahmen durch Produktion und plus 5 Einnahmen durch Nahrung. Führt dann später zu einer Steinstele. Also es wäre ein besonderes Gebäude. Zum Beispiel, was jetzt die Fraktion mitbringt. Ich weiß nicht, ob euch das interessiert. Ich wollte es einfach nur vorgelesen haben, damit ich mich besser fühlen kann. Gothko, wo ist deine verdammte Hauptstadt? Ich will nicht gegen Außenposten kämpfen. Ich will dir den Kopf abschlagen. Hallo! Turnil, da ist eine Stadt von dir. Wunderbar. Ist das die Hauptstadt? Thronstadt von Gothko. Ne, Siebener Stadt. Da oben hast du also dein Reich. Okay. Dann weiß ich jetzt, warum du jetzt hier so rübersiedelst. Dann wäre das beinahe gerechtfertigt, wenn du nicht genau konträr mit meiner Philosophie wärst, mein Freundchen. Das ist aber eine tolle Karte. Das wird noch strategisch sehr interessant. Ich bin sozusagen von. 50-50-Split, oder? Nee, bei mir ist. Ja, ich stecke halt genau zwischen den beiden auf diese unangenehme Art und Weise. Also, wenn die jetzt will, ne? Wenn die eine will, ne? Von hinten und der andere von vorne, das wird unangenehm für mich. Muss sich mit einem von den beiden verbünden. Also mit Ja. dem, der keinen Krieg mit dir hat. Aber der hat wahrscheinlich eher Interesse daran. Naja, weiß ich schon. Also, ja, also ich sag mal so, ich bin mit massivem Druck dran. Die andere KI-Nation davon zu überzeugen, dass ich ein ganz, ganz toller Typ bin. Der tolleste. Wir haben ja zumindest ähnliche Philosophien, aber es wird nicht lang dauern, da wird Gothko mit einer Riesenarmee bei mir auftauchen und da sollte ich vorbereitet sein. Theoretisch. Wie lange wollt ihr denn heute Abend noch machen? 22:30 Uhr. Was wollt ihr? Wie lang soll es gehen heute Abend? Für Bis du euch. keine Lust mehr hast. Ich keine Lust mit euch. Boah, das war schon eine schlechte Zeitangabe. Das könnte dann bis morgen dauern. Nein, so lange mal nicht. Wir schauen mal. Was klar ist, dass das nicht ernst gemeint war. So, darüber muss ich auf jeden Fall. Na, die beiden. Was wäre, wenn ich dir den Krieg denn jetzt erklären würde? Ich bin bei 24, wo kann ich das nachsehen? Der Konflikt ist geringfügig, okay. Effekt der Kriegserklärung Beziehung zu nicht verbündeten Herrschern wird dann minus 50. Aber es wäre eine gute Tat des Charakters, wenn ich dir den Krieg erkläre. Er hat mich beleidigt und er hat einen Außenposten errichtet. Beide haben Rivalitätserklärungen und dadurch kommt diese Rechtfertigung meiner Seite. Ja, die KI sieht es nämlich genauso wie ich. Deine Armee dringt ein. Nein, ich wollte da nicht eindringen. Das ist einfach hier. Hallo? Eindringen. Ja. Ich bin einfach in Helixburg eingedrungen. Bei der lieben Helena Bloodgold. Das ist eine Heldin, die Monali mal erstellt hat. Neue Reichsentwicklung, Entschuldigung, verfügbar. Farmen gewähren plus 5 Nahrung, her damit. Hätten wir gerne. Ach, ein neues Buch. Jetzt muss ich ja Wie nachdenken neues kurz. Buch. Also sie sagt, man darf sie nicht einfach so freie Hand lassen, das meinte ich schon ernst.
So, Pfeile mit mehr Schaden gegen beschworene Einheiten. Gut, dann fangen wir mal an, dein Reich auszukundschaften, Gothcore. Vom Kontinent haben wir jetzt auch einiges entdeckt. Da oben brauche ich gar nicht mehr weitermachen. Dann hätte ich gerne als Plan, dass du mir zurückkehrst. Geh mal da runter zu dem dunklen Unterschlupfen. Yippie! So, ich habe meine Runde durch. Der Krieg mit den Ratten und den Katzen. Großartig. Tom und Jerry hier. Dass die nebeneinander gestartet sind, ist natürlich auch ein riesengroßer Zufall, ne? Also. Ja. Auf jeden Fall. Ich meine, wir haben 5 Stück, ne? Auf mein Kontinent ist halt vielleicht der größere, weiß man nicht, keine Ahnung. Mit den 3 Fraktionen und ihr seid vielleicht auf eurem kleinen isolationistischen, was weiß ich schon. Auf Kampf warten. Was? Das hätte ich schon gerne und will ich das machen? Ja, das will ich auch gerne haben. Was war das für eine Meldung eigentlich? Okay, ja, keine Ahnung. Oh Mann. Eine Freundschaft wurde mit mir erklärt. Sehr schön. Jawohl, Helena sagt, ey, wir sind super Freunde. Das finde ich super. Aber sie will, die will trotzdem 150 für eine Zaubererverbindung, okay. Aber du hast recht, wir machen das mal halt zurück. Oh, kriege ich das heute noch hin, diplomatisch? Erklärung. Eine Freundschaftserklärung. Jawohl. Da geht mir mein Gold weg, ey. Da geht's Gold weg. Ich widerrufe meine Rivalitätserklärung gegenüber dich. Aber jetzt immer. Jetzt ist schon mittlerweile bei mir ein mäßiger Krieg, wenn ich das möchte. Mit ihm. Also so langsam, also ich kann euch sagen, hier tut sich was hochschaukeln. Auch auf unserem Kontinent. Auf meinem. Unserem ist ja sowas von falsch. Okay, das war jetzt gerade komplett Käse, was ich da gemacht habe. Ich habe einen Außenposten gegründet. Super. Dann gründe mir bitte direkt eine Stadt, weil ich die brauche. Gründe eine Stadt der Buttercups. Jawohl, bitte. Auch die dringend. Ich kann keine Spielereien mehr hier mehr erlauben. Hä, ich hab doch zu denen gesagt, die sollen. Na, egal. So, dann muss ich dich jetzt nur noch finden, du kleiner. Wo steckst du mit deinen Truppen, sprich? Auch ich nicht mehr. Guck mal. Seitdem die 2 im Krieg sind, sind sie sehr still geworden. Ja, ich muss gerade was aussuchen. Oh krass, Imrik mit Prime abonniert. Ich danke dir herzlich dafür. Großartig, schön, schön. Super, mega geil. Hier passieren gerade komische Dinge, da muss ich mich konzentrieren.
Nee, die hochaggressive KI hat mir noch nicht den Krieg erklärt, Cubums. Keine Sorge. Noch nicht, aber das ist schon, ich habe jetzt schon einen mäßigen Kriegsgrund. Und wenn ich meine Truppen soweit in Schlagreichweite habe, werde ich seine Außenposten übernehmen. Der errichtet da Außenposten mit Steinmauern und sowas. Also der baut hier kleine Burgen, sozusagen vor dem Gebirge hier. Also es ist schon cool. Also ich finde es schon interessant. Also er baut jetzt hier sozusagen Brückenköpfe auf, Festungen auf, direkt vor mir. Ich bin mal gespannt. Wenn da halt keine Truppen drin sind, ist es halt eher, ja, einfach nur ein Hindernis für mich, die wegzuräumen, aber könnte daraus auch Städte machen und so. Also ich muss gucken, dass ich das jetzt echt da wegbekomme. Ihn wegbekomme, ganz, ganz schnell und ihn dort hinten einkästel in seiner Ecke. Also Strategie wird ganz klar sein, hier nicht lange, noch lange zu warten mit der Experten-KI. Und wie soll ich sagen, sie da hinten einzukerkern, wo sie sich jetzt befindet. Weil da kann ich sie jetzt vielleicht noch einzeln erwischen, ja. Aber was sie hier treiben, wie zum Beispiel den Turnierhügel einzunehmen und sowas, das finde ich überhaupt nicht witzig. Nicht den Turnierhügel. Das war eine schöne kleine Bronzeruine, die hätte ich gerne eingenommen gehabt, aber ja. Jetzt bin ich ein bisschen pisst hier mit dem Gothgo, den ich mal erstellt hat. Der hat überhaupt gar keine Anlehnung an Azak von Warhammer, überhaupt nicht, null. Hat auch keine Krone auf dem Kopf und so, ne. Der rennt hier rum, mit was rennt der rum? Der hat einen Dunkelritter. So, dann hat er hier einen Hexenmeister dabei. Was sind das hier für Dudes? Das sind normale Orknekromanten. Sehen die cool aus. Scheiße, sorry, aber die sehen so cool aus. Und die haben auch so einen netten Skelettmagier. Hihihihi. Meisterhafte Halblinge, okay. Die haben auch noch so Härchen, ne? Ja, Krieg erklären. Also, ja, noch sind wir nicht in Schlagreichweite. Wenn ich ihn da erwische mit meiner riesigen Armee, ist er weg vom Fenster, weil das kann er nicht abwehren mit seiner Truppe. Das kann er nicht abwehren. Oha, da habe ich ihn entdeckt. Das Blöde sind die simultanen Runden. Weil da muss man die KI erstmal ziehen lassen, um sie dann irgendwie auch mal noch irgendwie zu erwischen und so einen Scheiß. Jetzt räumen wir erstmal hier ab, was wir abräumen können. Wir sind jetzt nicht mehr weit von zu Hause weg. Wen könnte ich denn unter Vertrag nehmen? Eine Wildsprecherin. Und oh, ich habe einen Verderbnisbringer-Kugel bekommen. Stufe 1, die Giftblitze verschießt. So einer bin ich also. Giftblitze. So, was habe ich denn jetzt hier? Lichtblitze. 10 Blitzschaden und 16 Schnellstich. Und das andere ist das gleiche, nur in Gift. Weiß ich nicht, was ich da besser finde. Ich weiß, was ich besser finde. Wenn ich gegen Untoten spiele, sollte ich das mit dem Gift vielleicht lassen. Also rein theoretisch. Yep. Yep. Okay, dann machen wir das jetzt so. Du und du. Ich darf nicht. Ah, eine Spielerentscheidung. Ein Kampf beginnt. Sag mal, was macht ihr Ach, da das ist doch. eigentlich? Wie arg im Krieg seid ihr denn mittlerweile schon? Nicht Das viel. bin ich nicht. Das ist die neutrale Stadt hier dazwischen. Also, okay, das bin nicht ich. Also, er greift hier eine neutrale Stadt an. Die Miezekatzen. Jawohl. Kann es sein? Nein, das waren schon meine Vasallen gewesen. Waren. Ich muss gerade noch pro Runde eine T3-Einheit ausscheißen. Ich bin gleich soweit. Oh Mann, ey. Also ihr seht in dem Krieg zwischen den beiden Fraktionen. Die Fraktion Miau und ich weiß nicht mehr, wie deine heißt. Ich hab's schon wieder vergessen, Fayette, sorry. Miau. Heißt die Fraktion vom TK. Oh, guck mal, Eisspinnen. Oh, das war eine schöne Truppe. Schön, schön. Gargoyle sehe ich hier. Gott, ich dachte, ich hätte eine große Armee. Die Maulwürfe, die sehen aus, gell? Die sind so cool. Ich war lange am Überlegen, was ich erbringe für die Partie. Ich muss auch zugeben, wir hatten ja, der Fayette und ich hatten drüber gesprochen und ja, dann waren alle soweit schon startklar, in Anführungszeichen. Und dann hat noch zum Glück TK noch rechtzeitig gesagt, ey, ich will da auch mitmachen, hallo?
Ja, hat funktioniert. Wird halt eine längere Folge. Ja, aber so eine 2 Stunden YouTube-Folge verjährt, ne? Das denke ich doch, das ist erfolgreich. Das werden viele anklicken, ne? Keine Ahnung. Ja, keine Leute. Nur meine KI. Ja. Der Zylon-TK hier mit seinen Katzen. Katze, Katze. Wie auch immer das mit dem Springen funktioniert, das werde ich irgendwann noch herausfinden. Die können das nicht, das können nur die Jagdspinnen. Achso. Ja, die da verschießen ein erkennt besonderes. einiges. Die verschießen ein Eisnetz, das ist denen ihre Besonderheit. Jede Spinnenart hat ihre eigene Besonderheit. Die Vampirspinnen, die saugen Leben ab. Die Jagdspinnen, die können springen. Die hier haben halt eben Eisnetze. Was gab es noch? Es gibt noch diese Verderbnisspinnen. Da fällt mir es gerade nicht mehr ein. Also klar, die vergiften halt, logisch, aber ja. Ja, im Endeffekt tötet man die, weil das eklige Riesenspinnen sind. Was? Spiel läuft nicht synchron mit dem anderen Spieler. Klicke auf Neu laden, um das Problem automatisch zu beheben. Oh Zeig mich, ich muss den Ich ganzen jetzt Kampf neu oder lernen. alle oder. Alle. Also ich hatte es und wäre auch immer noch. Oh. Einen Moment bitte. Soll ich auf Neuladen klicken oder? Ja, musst du dann einfach neu laden. Das Spiel wird nur noch fast Server gehostet und nicht von dir gehostet. Oh. Einen Moment bitte. Beschäftigt steht hier. Ja, vielen Dank dann. Eine kleine technische Störung hier im Krieg. Es sind halt die simultanen Runden und dass man halt einzeln die Wiedergabegeschwindigkeit einstellen kann von den Kämpfen. Da wird er mal schneller asynchron. Normal müsste das spätestens nach dem Kampf wieder einigermaßen laufen. Du hättest auch mitgemacht, Barry. Du, vielleicht ist das letzte Mal, wo wir was sowas spielen. Also wenn das so einen hohen Anklang hat in der Community, dass ihr alle Age of Wonders spielen wollt, damit habe ich nicht gerechnet, ne? Vor allen Dingen nicht bei den Zuschauerzahlen, so die so insgesamt draußen waren. Ja? Also klar, das Spiel ist viel spannender, also mit echten Spielern, als wenn man das mit der KI spielt. Und auch viel witziger auch natürlich. Das ist gar keine Frage. Vor allem halt wegen der Individualität, ne? Ich meine, ich spiele diese Schmuseflinge, ja, die ich jetzt hier extra für diese Partie rausgeholt habe, ja. Hi, hi, Heidetei und Natur und Einhörner und Regenbogen und ja, Schmusi-Spusi. Da kann man sich lustige Sachen bauen bei Age of Wonders. Ich finde nämlich das rundum ein gutes Spiel. Uiuiui, ist das übel, hey. Oder TK, in einer Mörderstimmung. Ach, Ivo. Ich klicke jetzt echt mal nächstes nicht mehr Rechtsklick. Ich kann ja auch oben auf die dreifache Geschwindigkeit. Kann ich das auch machen? Ja, ich kann das auch machen. Alter, die Maulwürfe halten was aus, ey. Ich bin schon durch, also. Naja, es lag an mir. Ich habe jetzt nämlich nicht getraut, auf dreifache Geschwindigkeit zu klicken. Das war alles. Es lag an mir, nicht an dir. So, was war meine eigentlich? Überlegung. Ja, naja, Überlegung. Ja, genau, das war das Problem. Ich an Überlegen. Warum sagt dir nur bei deinem Scout, dass der Rest von deiner Armee nicht mit reingezogen wird? Weil der zu weit weg ist. Die steht doch genau drin auf dem letzten Feld vom Scout, oder? Scout? Das Kauf steht 3 Felder entfernt. Ja, aber in dem Verstärkungsumkreis. So, Bord ist noch bei 2 Felder. Den müsstest du abschlachten können, ohne dass ich das gegen tun kann, leider. Ja, ich habe eine lange Leitung nach hier vorne. Das wird noch witzig. Das war auf jeden Fall eine gute Runde, weil das waren 200 Goldmünzen für die beiden Helden.
Würden wir in den Kommanden kaufen, großen Stil Helden. So, dann haben wir unsere zweite Stadt gegründet. Heißt sie willkommen, das wunderschöne Mod. So, der Honeypot hat eine Schnitzerwerkstatt gebaut. Das ist auch cool. Was machen wir denn jetzt als nächstes mit ihr? Krieg, 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 es droht Krieg. Zaubererturm bitte. Ich meine, Krieg gegen einen menschlichen Spieler zu spielen, ist das eine. Das ist auch extrem spannend. Das brauchen wir nicht runterreden. Aber gegen die Experten-KI, was die gerade hier treibt, das ist schon interessant zu sehen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Von allen, ja, hast du echt schon Tier 3 Units hast? Hast du keine? Nein. Selbst schuld. Eine habe ich gesehen. Du hast auf jeden Fall diesen komischen, ja, ja, diesen Harzer hast du da rumlaufen. Den habe ich aber geschenkt bekommen. Den hat er rekrutiert. Das ist ein klitzekleiner Unterschied. Ja, ja, er sagte, er muss jetzt jede Runde eine Tier 3 Einheit aus ja, es ist krass, dass er das kann. Ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht, aber ich habe mein Hauptgebäude noch nicht auf Tier 3. Also... Hast doch nichts. Ja, die Kunsthandwerker-Fraktion mit ihrem. 400 Gold kostet das! Eicher. Schon mal krass. Scheiße, macht das Spaß. Ich kann schon mal, sagen wir, eine Sekunde drauf sparen. Gott, ist das ein Spaß, ey. Schön. So. Dann Let's Go Krieg. 1, 2, also in 2 oder 3 Runden werde ich auch im Krieg mich befinden. Vermute ich mal stark. Aber den werde ich dann erklären. Immer noch mäßig, okay. Kann ich noch diplomatisch irgendwas vorher tun? Bevor die mir aussteigt da. Oh, mit deinem. Also 150 Gold, das kannst du komplett knicken, Major. Das kannst du knicken. Aha, da oben bist du jetzt, Gothko. Du riechst das Ungemach, ne? Das hier jetzt droht. Kann ich das Ding eigentlich fördern oder nicht? Sieht nicht so aus. Ich erkläre den Krieg, den andere führen zurzeit schon. Ja, ja, ja. Ich habe mich schon einmal mit der Experten-KI angelegt und ich habe sie schon mal geschlagen. Ich gehe mal davon aus, dass mir das nochmal gelingen kann. Aber ich muss sie halt auf dem falschen Fuß erwischen. Und da gibt es dann auch kein Erbarmen mehr. Ein Frostschild, das ist schön, wenn ich einen Nahkämpfer hätte. Jo, Spiel, magst du mich noch einen Helden geben? Heldenlimit erhöhen, na, wenn's mehr nicht ist. Irgendjemand muss die Leute ja auch anführen. Findest du? Ja. Sonst treiben die ja alle nur Blödsinn. Treiben ist das Stichwort, ne? Okay, jetzt haben wir noch ein Wölfchen mehr. Also, 10 Einheiten auf deiner Seite. Aber wenn das alles ist, mein Freund, dann erwische ich dich in der nächsten Runde. Und dann heißt es gute Nacht um 8 mit deinen blöden Außenposten. Steht und fällt gleich mit dem, was jetzt gleich passiert hier. Hallo Goldmine, dich hatten wir gerne noch dabei, ja. Ja, wie kriege ich denn den Typ hier raus? Ich darf jetzt mein nächstes Buch wählen übrigens. Just for info. Ist doch cool. Muss halt mehr Wissen erforschen.
So, Buch der Wurzeln. Auswählen. Flop. To unravel the secrets of nature, you must be of one mind with the trees and their spreading roots. Become rooted yourself. Feel the healing force replenishing you from below. And im Moment können kein Hassak nicht, dass ihr euch schon wieder klopft. Ja, die Scouts halt, die stehen ja wieder alle in der Gegend rum. Oh, ein Rückzug eines Scouts sehe ich hier. Eine schwebende Miezekatze. Ja, das sieht schon stark aus. Da klicken wir mal den an. Bemister der Talentierte. Und da unten. Was haben wir hier? Ah, Fangol, das Silberne. Das ist dein Hauptheld. Jawohl. Sieht cool aus. Das ist richtig schön gestaltet, Fayed. Habe ich mir Mühe gegeben. Ja. So, was macht der Scout jetzt? Haut ab jetzt. Flups, weg ist er. Das war ein kurzes Intermezzo von euch zwei. So, war ich jetzt stehen geblieben? Ich weiß es gar nicht mehr. Ah ja. Ja, zauber das, auch wenn es ein paar Runden dauert. So, so die so. Sind da. Bauen wir noch ein paar mehr Truppen. Schaden kann es nicht. Außer deinem Konto natürlich. Das glaubst du selber nicht. Also der hat echt nicht mehr gemacht. Gut, er könnte noch in dem Hinterland. Vielleicht, wenn ich übers Gebirge. Doch, das mache ich. Ich muss es rausfinden. Mal im Konto. Ich habe unbegrenztes Funding. Die Crowd ist gigantisch. Ja, da sind doch die Schätze auf See. Ich wusste es doch. Nicht so dringend brauche für meine Kriegskasse. Zudem müssen die Späher auch ihre Unterhaltskosten mal hier reinholen. Bist du ein Kartograf? Verrat mir mal noch eine Stadt, Kartograf. Flintwall im tiefen Reich hast du mir aufgedeckt, okay? Sicher direkt neben dir. Okay. Jetzt bin ich gespannt, was Gothko macht. Er kann mir noch entglitschen jetzt leider. Die Sau. Eine Plage schickt Invasionsstreitkräfte, ist das so? Die Piratenbucht da unten, die ich übersehen habe. Oh, super. Piratenbucht. Gut, baue ich das Ding jetzt oder nicht? ...280 gefördert. Puh. Nein, ich besser wäre es wahrscheinlich. Du bist jetzt da runtergelaufen, okay. Kannst da jetzt nicht mehr gegen reagieren, wenn ich dich jetzt erwische. Der Glas kostet nur was gut kreiert. Balance der Kriegsführung kann sich da so in Beziehungen mit dem Herrscher und Städten zu den Einstellungen im Imperium einwirken. Balance Kriegsführung ist mäßig. Beziehung zu den Vasallen, Städten plus 50 für 20 Runden, Einstellung plus 20 gut. Globales Basiseinkommen mehr. Na schön, Sam Sonoho. Presst er zwischen den Zähnen hervor. Wenn ihr Krieg wollt, sollt ihr ihn haben. Ruft die Banner. Nein. Jetzt holen sie ihre Werbebanner raus. Ist doch schrecklich. Lasst doch diese Reklame weg. So. Doch, der Ben Cage, der ist jetzt im Krieg. Mit einem Ork. Das ist ja schrecklich.
Ja, yay, endlich schlagen wir diesen Orks die Köpfe ein. Wir wollen jetzt ein bisschen die Wollen moschen. Ja, sollen sie bekommen. Meine Damen, meine Herren, das wird eine richtig lange Kiste, aber das ist mir jetzt wurscht egal. Ihr könnt noch ein bisschen, ihr zwei, ja? Was ist denn da los? Krieg ist jetzt hier los. Richtiger Krieg. Ne? Nein, ich meine die ganzen plus 5, die da gerade hochgeschossen sind für Kampfzauberpunkte. So. Der schummelt doch, dieser Ork. Der schummelt massiv, ja. Dunkelritter. In Teil 3 sind die Pferde geritten. Ich finde, Orks sehen auf diesen Wildschweinen irgendwie klein aus. Ja, die machen sie kleiner. Definitiv ist so. Ja, man kann auch ein Krokodil reiten und sich einfach die Beine abschneiden lassen. Das sieht auch extrem dämlich aus. Ist ein bisschen speziell. Eine große Fraktion als Krokodilreiter ist schon immer wild. Absolut richtig. Na dann, viel Glück. Pass auf, dass deine Skelettmagier nicht sterben. Ja, das Wichtigste. Die sind immerhin schon Veteranen, Stufe 1 Skelettmagier. Die haben mehr drauf als nur Zahnbelag. Ah, nee, Mist. So, was haben wir denn da drüben? Ach, der hat Lichtbringer gebaut. Na, herzlichen Glückwunsch. Was für eine dusselige Einheit. Der hat auch untote Skelettmagier. Ja, von aber mehr. Auch das sind Halblinge. Gib lieber auf. Das werden wir nicht tun. Er hat vor allem auch mehr Untote. Ja, er hat auch menschliche Untote und... Wer seid ihr da? Menschliche Druiden. Aha, Kampfmagier-Einheit. Diese Orks sind ja noch grün hinter den Ohren. Danke für den. Der war echt... Der ist erfrischend neu, ja. Als Grüner hat man es auch nicht leicht. Ich doch irgendwen vergessen. Ich kenne mich doch. Hexenmeister. Ja, dein Gesindel da gegen dich ins Feld geführt. Ja, ich muss... Hartnäckig. Ja, aber die kannst du... Ich muss ihn jetzt erwischen. Ich habe ihn jetzt so halber auf dem falschen Fuß. Halber. Also ich glaube, bei uns ist nur ein gemütliches Wettrüsten am Laufen, dass ich hoffentlich gewinne. Davon ist auszugehen, wenn du da T3-Units rausspuckst, wie sonst das. Durch bessere EQ. Ja. Oha. Oha. Der hat ihn nicht nur umgebracht, der hat ihn auch zu verwesenen Zombies gemacht. Das war's für dich. Ja, ich habe einen bösen Charakter da mal zusammengebaut. Du bist fertig, du kannst aufgeben. Nein. Fang nächste Woche neue Runde an. Nee. Die Partie wird schön weitergespielt. So wie sich das gehört. Du guckst dann zu und kommentierst? Genau. Genau so sieht's aus. Er schlägt ihn aus dem Stadion. Nicht die Waage. Ich glaube, auf denen reiten meine Rattenmänner traditionell. Ich finde es aber hübsch, dass sie zwischendrin für den Anführer dann eine gepimpte Variante von dem Reittier eingeführt haben, mit Panzerung und so. Ja, der Wagner einen kleinen Helm an. Schade, dass sie das bei den neuen Reittieren nicht gemacht haben, bei den Bären und so. Mhm. Komplett umgesattelt auch für den Anführer. Gerade eben hast du das noch als große Fähigkeit des Anführers dargestellt, ne? Er ist ein Rattenmann. Am Ende des Tages ist er ein Rattenmann. Er hat zwar eine schicke, silberpolierte Brustplatte an, aber... Wer ist überhaupt dran gerade hier von den beiden Fraktionen? Ich bin dran. Ich bin dran. Schön, dass du mich verlangsamt hast. Das war sehr geil auf der Seite. Ja, der Held da links steht da zum Beispiel ziemlich scheiße, der Gottgo. Den kriegst du doch dran.
die Waage und die Sturmkrähen dahin schickst, die Spinnenfleisch rüberspringen lässt, dann ist er doch fertig. 95 HP, der steht ganz alleine da, ohne Support. Mhm. Exakt so ist es. Die rechte Flanke kommt schon zurecht. 2 Minuten später, alle tot. Das ist egal, wenn der Hauptheld erstmal down ist, fällt der Rest der Armee auch erstmal zusammen. Ach, das ist wie ein Warhammer hier. Ist das anstrengend. Hexenmeister in der Mitte hat auch sehr dusselig hingestellt. Legendär, wo hat er denn die Level-Ups her? Vollkommen normal. Hast du keine legendären Einheiten in deiner Armee? Ich glaube, mein höchstes ist Elite. Das halte ich bei mir auch für realistisch. Die kämpfen ja schon seit einer Weile nicht mehr. Die müssen ja da an diesem Wachturm rumstehen. Das ist lustig. Meine stehen auf der anderen Seite. Und, ja, toll. Krieg ist doch toll. Niemand macht mir was. Alle stehen einfach nur dagegen rum. Ah, herrlich. Das Problem ist, wenn du keine Einheiten rauspumpst, dann kannst du dich vollkommen auf die Economy konzentrieren und dann läufst du uns sowas von davon. Ich weiß nur nicht, ob ich es überlebe, wenn du Einheiten rauspumpst. Ich baue gerade Gebäude und rekrutiere eine Einheit pro Runde. Darf ich fragen, inwiefern das balanced sein soll? Er hat gesagt, dass Fayette überhaupt irgendwas balanced spielen kann. Das war noch nie so. Das war noch wirklich. Ja, ich darf nur weniger Städte haben und es kostet mich halt alles das Doppelte. Naja, gut, aber wenn du da einer Tier 3 Einheit nach der anderen raushaust, das ist im Early Game ja schon recht nice. Naja, so viele Tier 3 Einheiten stehen da vorne, ja, du auch nicht. Du sagtest gerade, du haust eine pro Runde raus. Dann musst du wohl mehr Geld in Scouts investieren. Ach, du meinst, hat er die Bombe geworfen? Ja, hab ich. Los, Magmageist. Lass mein Pokémon in Ruhe. Magmageist, du bist dran. Genau so. So und nicht anders. So, und das ist jetzt zum Beispiel die Blasrohrschützenfähigkeit. Schwalbenschwanz. Das ist aber nicht dein Hauptheld, oder? Nee, die Schwalbenschwanz ist nicht mein Hauptheld, nein. Da, Sam Sunhollow. Das ist der Hauptheld, korrekt. Wie viele Hobbits braucht er denn, damit er auf das Pferd da hochsteigen kann? Das ist ein Magier. Der macht das anders. Er hat dem Pferd beigebracht, sich abzuknien? Genau so. So genau so läuft das. Yippie! Jetzt können wir nämlich hier schön durch. Will das eben mit dem Krokodil und dem Beine abschneiden? Es sieht halt komisch aus, wenn man Elfen oder so spielt und die reiten auf Krokodilen, dann schleifen die halt so am Boden entlang. Da ist halt kein Platz für lange Beine. So, wie kriegen wir das denn jetzt am besten gelöst noch? Da muss man schon Goblins oder so spielen, wenn man Krokodile reiten will. Oder man dreht komplett durch und spielt Echsenmenschen und reitet auf Krokodilen mit Krokodilköpfen für die Echsenmenschen. Total daneben. Hast du gerade deine eigenen gehauen? Das waren mal seine eigenen. Das waren mal Drachen, jetzt sind das verwesende Zombies. Ich weiß nicht genau, wie das passiert ist. Verwesende Zombie-Drachen sind das jetzt. Nee, das sind rothaarige Ladies. Von den Knochenklapperers. Autsch, meine schöne Schlange. Das war gemein. Das sieht gar nicht gut aus für dich. Weißt du, jede Einheit, die der tötet, werden mehr verwesene Zombies. Im besten Fall. Hat er sich gerade mit dem Rücken zu deiner ganzen Armee gedreht mit seinem Hauptheld? Ja. Der hat Eier in der Hose. Ja, das ist jetzt halt, jetzt sagen wir mal so, das ist halt viel Mut. Andere Fähigkeiten vielleicht nicht so. Oh.
Wenn es die kleinen Skelette ach ja, machen. Eine schwere Bolter-Einheit. Ein paar Space Marine Devastator, die ganze Nacht in welche rum. Geil. Ja, genau so. Ich hätte gerne eine Einheit der Terminatoren jetzt. Das reicht doch nicht, ist das ärgerlich. Einen Emperor Class Titan, bitte. Mehr ja, brauche ich nicht. Wir schaffen ja das dann schon. Das ist dann ein logistisches Titan. Problem. Ein Titan. Ja, ist klar. Wie wird's denn hier aus Feld kriegen? Die kleine C davon? Das ist dann ein logistisches Problem, hat mich am meisten abgeholt. Herr, beißt das Wildschwein in den Hintern. Das wäre so mies, wenn da so ein schwuchteliger Einhornreiter den abschießt und ihn umbringt. Oh! 80%? Tschüss, Cosco. Ja, du wurdest von einem Einhornreiter getötet. Das ist dein Ende, mein Freund. So ist das aus zu Ende gegangen. Und einem oberkörperfreien Halbling-Einhornreiter. Ja, Mann. Ich kenne da nichts. Tötet sie. Diesen dummen Ritter da. Schön, dass du deinen Ogrin-Bodyguard immer noch dabei hast. Ja, der ist da, natürlich. Hallöchen. Bester Mann hier. So, was machen wir denn jetzt mit dir? Schießen wir einfach mal drauf. Vielleicht so mal einmal treffen, wäre voll lieb so. Irgendwie, weiß nicht. Schießt. Treffen wird auch überbewertet. Jetzt. Schwerfeuer, muss einfach nur Feuerbelegenheit herstellen, dann hat der Feind doch keine Chance. Dann werden die nervös, muss das über Moral regeln. Wie war denn das eigentlich, die explosive Phase? Und die Einheit teleportiert sich dann zum Zielfeld. Ja, das ist ja eine ganz tolle Fähigkeit, ich erinnere mich. Es wird Zeit, Artillerie anzufordern. Du spielst manchmal andere Spiele, kommt mir so vor. Ja, da müssen wir uns jetzt auch noch extra bewegen. Nee, ist das ein Dreierbuch, oder? Hm. Mittlerweile, seit dem komischen Patch, dass der Dreadnought zurück ist. Oder die Reaver heißen sie ja jetzt. Hm. Kannst du die Bombarde und den, naja, das Dreadnought-Schiff kannst du doch bauen mittlerweile wieder. Ja, richtig. Das ist richtig schöne Artillerie allerdings. Ach, was eine Geburt hier. Scusi, dass es so lange dauert. Ich finde die Reaver halt immer noch irgendwie ein bisschen schwierig zu spielen, weil die halt wirklich direkt an Kriegsführung gebunden sind, damit man die Einheiten alle haben kann. Ich finde die mega merkwürdig. Also du musst es halt auch die ganze Zeit machen und ich finde die nicht so stimmig irgendwie. Ich kann es jetzt schwierig beschreiben. Ich finde die einfach in ihren Fähigkeiten nicht so stimmig. Die alten Dreadnoughts, die waren einfach viel besser. In Age of Wonders 3 war das angenehmer zu kombinieren. Das sehe ich genauso, ja. Da konntest du halt einfach eine Fraktion nehmen, die starke Nahkämpfer hat und die Musketenschützen mit dazu packen. Und die Panzer und die Kanonen, aber das ist ja was anderes. Hier hast du dann halt die Panzer und die Kanonen, aber irgendwie sonst nichts. Nur die Kanonen zu bauen, musst du erstmal Kriegsführung machen, ohne T3-Einheiten. Genau. Ja, ich finde es halt insgesamt schwierig. Und wenn, dann nehme ich halt gleich dann halt diese andere Fraktion, die so im Plündern und barbarisch unterwegs ist, ne? Sag ich mal. Die Räuber, glaube ich, sind's, ne? Oder wie sie heißt, ich weiß es gerade nicht. Ja, die Barbaren oder so? Ja, ich glaube, die Barbaren-Fraktion. Mit der kannst du dann dieses Gameplay eher vollziehen, ne? So, meiner Meinung nach. Nee, mit den Plünderern musst du ja halt. Du kriegst ja nichts. Die haben ja dann eine extra Währung. Ich finde die halt einfach komisch umgesetzt im vierten Teil. Ist auch so. Nee. In den Songs of Conquest sind die ja eher so, wie die in Age of Wonders 3 waren, die Baja-Leute. Aber hier ist ja nicht so spannend, leider. Und die KI spielt halt extrem hässlich gegen die Musketenschützen. Die haben da gar keinen Bock drauf. Da ist der Schießbereich von den Musketenschützen ist Todeszone für die KI, da geht die niemals rein, außer die muss.
Dann rennt man also rum und kann nicht schießen. Ich schieße auch mit dem Blasrohrskelett. Ja, das ist ein Hobby von ihr. Wo steht denn der letzte da oben noch, ne? Der Nekromant, der macht jetzt noch irgendwas Verrücktes. Der wird mich jetzt hier einen letzten Nerv noch kosten, ja. Ja. Kritischer. Der Feind zieht vom Schlachtfeld. Möchtest du den Sieg beanspruchen, den Kampf sofort gewinnen? Ja, bitte. Gothko. Panische Moral. Gothko hat sich eingeschissen. So, und ich kann auch Nekromanten rekrutieren, sehe ich gerade. Wofür? Das gibt jetzt fette Erträge. So, ich habe eine Schlange verloren, eine Krähe und so ein Vivan. Die Schlange, die tat weh. Okay, das gebe ich zu. Aber ansonsten, dafür habe ich ihn komplett platt gemacht. Das würde ich sagen, ist okay. Damit sind seine Eroberungsträume erstmal vorbei. Erste Schlacht gegen die Experten-KI gewonnen. Ich bin recht zufrieden. Hätte man besser machen können, aber... Schauen wir mal. Ne, ich brauche keine weiteren Animisten mehr in der Armee. Schieb den da mal rüber. Zunächst. Und dann geht's jetzt seinen Außenposten ankragen. Herr Gothko. Ja, 200 hier, 200 da. Da kommt doch recht einfach an mein Speer dran. Ja, das sind zu viele Truppen von dir. Das müssen wir vielleicht mal eine Sekunde aussitzen. Juhu, ich habe einen Zaubererturm-Fundament. Das ist wichtig. Kam halt leider zu spät. Ja. Das wird aber nicht der letzte Held sein, deswegen bitte nochmal schnell die Gruften. Ja, mach du mal ein bisschen mehr Schaden, das wäre echt nett. Gothko hat sich in die Leere zurückgezogen, es tut mir jetzt wirklich leid für dich. Gothko, so richtig. Ich würde sagen, wir machen jetzt auch bis zum Ende dieser Runde, oder wie wollen wir es machen von der Zeit her? Wie du magst. Ich würde gerne eigentlich die nächste Runde noch sehen, damit ich sehe, was da in diesem Wachturm steht, aber... Wir können noch eine Runde machen. Wir können noch eine Runde machen. Deswegen frage ich ja. Eine Runde packe ich noch. Ich hab euch jetzt lang genug aufgehalten mit meinem langen Kampf, so ist es nicht. Also ich bin jetzt am Ende der Runde, dann würde ich sagen, noch eine machen wir und dann ist Schluss. Ja, gerne. Meiner Meinung nach. Okay, cool. Zack, dann meine Runde ist durch. Gut. Ja, das ist ein 2-Stunden-Brocken. Die Folge wird cool. Habt ihr alle Runde beendet? Ja. Weil ich weiß. Ja, die KI zieht gerade noch. Was hast du noch geschrieben, Barry? Wir haben leider nur orbitale Bombardements. Sorry. Ja, ist okay. Verhandlungen wurden erfolgreich abgeschlossen. Loyalitätspakt. Jawohl. So. Oh. Ein unmöglicher Kampf. Sie haben meinen Speer erwischt. Oh nein. Eine Niederlage. Sowas. Darf ich jetzt endlich entscheiden spielen, was ich machen möchte? Was waren das nochmal? Deine Einheiten regenerieren in verbündeten Gebieten plus 15 Trefferpunkte pro Runde. Ja, bitte machen.
Ja, der Kontext war zu den bestellten Titanen. Ich weiß, sorry, habe ich zu spät gelesen. I'm sorry for this. So, Tierverbundenheit. Ja, bitte transformiere mein Volk. 10% mehr Schaden, 10% mehr Crit. Transformieren, alles was kein Tier ist, wird zum Tier jetzt. Oder tierisch. Jawohl, jetzt kriegen wir grün leuchtende Augen, warum auch immer. Irgendeine Augenkrankheit halt. So, Gosko, was hast du mir denn da noch vorne hingestellt? Ach, guck mal, wie süß. Da steht noch ein einzelnes Skelett von dir rum. Ein Skelettkrieger. Ach Gott, wie putzig. Süß. Da steht eine ganze Menge von dir. Ja, da kommt noch mehr. Davon gehe ich aus. Sonst wäre es ja langweilig. Okay, da ist aber keine Stadt direkt dran. Du bringst mir hier von den irgendwas was. Natürlich hast du da aus dem südlichen Ding jetzt eine Stadt draus gebaut. Aber das ist mir ganz recht, weil da übernehme ich die dann einfach. Mein Freundchen. Wie geht's denn meinen Truppen? Nicht gut. Ja, die Runde greifen wir nicht mehr an. Also ich werde auch jetzt keinen Angriff oder irgend sowas machen. Denke noch darüber nach. Das sieht interessant aus hier. Ja, wir streamen das mal kurz im Discord, was man da so sieht. Was wir da so sehen, weil... Das ist schon... Ja, eigentlich machen mir deine komischen Astralkrieger nicht wirklich Angst. Eigentlich. Es sieht schon ganz lustig aus. Sagen wir es mal einfach so. Okay, ich bin am Ende meiner Kräfte angekommen. Ich hab's geschafft. Also ich bin durch jetzt mit meinem Zug. Macht eure noch in Ruhe. Ja, die Frage ist halt, ne? Ist was? Angreifen oder nicht angreifen? Wenn wir jetzt hier noch kämpfen oder nicht? Wenn ihr zwei jetzt noch kämpft, dann wird's zu lange, meiner Meinung nach. Dann müssten wir vor dem Kampf speichern. Und dann können wir... Unabhängig davon, ob wir kämpfen oder nicht, können wir ja schon speichern, also... Also ich kann es ja mal machen. Escape. Wie kann ich es hier machen? Beteiligte Sessions reichen. Ich weiß nicht, speichern, das ist bleibt einfach so stehen. Genau. Ach, das ach, okay. Wie ihr alles wisst, was ich nicht weiß. Cool. Okay. Cool. Interessant. Ja gut, dann würde ich sagen an der Stelle, vielen Dank fürs Zuschauen. Ist natürlich ein Riesenbrocken. Hätte es jetzt auch gerne staffelweise aufgenommen, aber wurscht egal. Muss man halt mal einfach den Spielfilm sich reinziehen, wer da Lust drauf hat. Ja, liken, abonnieren nicht vergessen bei YouTube bis dahin. Und ja, TK und Fayette, vielen Dank bis dahin. Also geil. Bin mal gespannt, wer von euch beiden diesen Krieg gewinnt oder ob ihr nicht vielleicht ein Einsehen habt und einfach aufhört. Ich glaube, wenn das hier zur Schlacht kommt, ist das für beide Seiten extrem hässlich, was hier gerade in der Mitte steht. Also da stehen insgesamt 14 auf der anderen Seite und auf der anderen 15. Also das ist auf jeden Fall hässlich. Also so eine richtig große Schlacht erwartet uns jetzt beim nächsten Mal, ja? Ja, ich glaube, wir haben beide keine Lust anzugreifen. Mhm. Ja, das ist ja echt interessant. Ja, mal gucken. Ihr könnt ja jetzt mal Wetten abgeben, wer als Sieger hervorgeht, ne? Also die Hochratten oder die mystischen Katzen. Ich bin sehr gespannt. Ich geb da keinen Tipp ab, weil ich sehe es halt nicht. Ich sehe nicht, was ihr da drüber habt, ja. Ja, Opa. Schreckliche Dinge. Ja, wie keiner tot. Wieso könnt ihr jetzt auf? Wir wollen dieses Schlacht sehen. Nein, Leute, es ist schon zu spät. Tut mir leid. Cliffhanger. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.